Ahoi und willkommen zurück zu When I Say No, I Feel Guilty. Ich hatte das englische Buch, jetzt habe ich das deutsche Buch. Es gibt kein deutsches E-Book, also habe ich das englische E-Book durch einen Übersetzer gehauen. Ist ganz gut rausgekommen, weil ich es doch im Ganzen machen will und vorlesen will. Ich könnte es auch zusammenfassen. Das erste Kapitel, die ersten paar Seiten sind ein bisschen ausschweifend und könnt ihr auch überspringen, aber der Vollständigkeit halber lese ich es einfach mal mit vor. Ab der zweiten Hälfte wird es sehr, sehr spannend, sehr, sehr tiefgehend, sehr, sehr viele Truthbombs in diesem Buch drin. Also mich hat es richtig vom Hocker gerissen, muss ich echt sagen. Ich habe mir dazu die Reihe von Ryan Stone angeguckt, der das auch gemacht hat. Ich wollte fast seins übersetzen, aber wollen ja nicht alles kopieren. Ich habe mir einiges aufgeschrieben zu Sachen, die er gesagt hat. Ich bin vom Lesen ja drei Kapitel drin im Buch und muss sagen, sehr, sehr wertvoll. Gerade vor Red Pill-Aspekten sowieso, aber auch vielen anderen, wie wir sehen werden. Damit fangen wir einfach mal an. Ich werde immer mal Pausen machen, wie gehabt, und eigene Dinge einfügen, wie wir es gewohnt sind aus Practical Female Psychology. Es ist jetzt natürlich nicht so interessant bezogen auf die Frau. Hier geht es halt um Persönlichkeitsentwicklung, um Eigenbetrachtung, um Psychologie. Trotzdem sehr spannend, denke ich. Und wir legen einfach mal los. Unsere ererbten Überlebensreaktionen, Umgang mit anderen Menschen durch Kampf, Flucht oder verbale Durchsetzungskraft. Vor fast 20 Jahren lernte ich im College kurz nach meiner Entlassung aus der Armee einen ehrlichen, mutigen Mann kennen. Joe war damals ein junger Professor und ich war einer seiner Studenten. Er lehrte Psychologie, als ich ihn traf, und tut es immer noch. Er lehrte es in einem harten, rechthaberischen, offenen Stil. Er hinterließ seinen Studenten nichts von ihrer naiven Vorstellung über das Fach Psychologie. Er weigerte sich, die erwarteten Erklärungen für krankhaft interessante Abweichungen oder sogar für weltliche Normalitäten des menschlichen Geistes, Verhaltens oder motivierenden Geistes zu geben. Anstelle komplizierter Theorien darüber, warum wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, betonte er Einfachheit. Ihm reicht es aus, zu beschreiben, wie die Dinge psychologisch funktionieren und dass sie funktionieren, indem er einfach Annahmen verwendet und uns dazu drängt, es dabei zu belassen. Er vertrat die feste wissenschaftliche Überzeugung, dass 95% dessen, was als wissenschaftliche psychologische Theorie angeboten wird, reiner Müll ist und dass es lange dauern wird, bis wir unsere grundlegenden Mechanismen wirklich gut genug kennen, um das meiste davon vollständig zu erklären. Ja, das Buch ist aus den 70ern. Das heißt, die Aussage stammt aus den 50ern oder so, oder aus den 60ern. Insofern, ja, es hat sich einiges getan in der Psychologie, aber es ist halt immer noch keine exakte Wissenschaft, da muss ich ihm zustimmen. Ich würde es auch so sehen wie er, man muss gewisse Grundprinzipien verstehen, aber Analysis Paralysis, also sich ewig in die Analyse begeben ohne Lösung, bringt es auch nicht. Mein Eindruck ist, dass jeder Klient eine eigene Herangehensweise braucht. Deswegen finde ich auch dogmatisches Festhalten jetzt an bestimmten Psychologierichtungen nicht richtig. Die Verhaltenspsychologie hat viele interessante Aspekte, die nützlich sein können, die auch sehr viel konkreter in die Anwendung kommen. Ich glaube, so meint das halt. Er ist bestimmt ein Anhänger dieser These. Ich glaube aber auch, dass tiefenpsychologische Bearbeitung von Traumata sehr sinnvoll sein kann. Bloß weiß man das häufig nicht vorher. Ich denke, als Psychologe sollte man integriert alle Richtungen irgendwie kennen und das an den Patienten instinktiv adaptieren, an den Klienten, wollte ich sagen. Aber auf jeden Fall sollte es funktional sein und nicht zu theoretisch, damit man nicht ewig kopt und nicht ins Handeln kommt, sozusagen Jahrzehnte auf der Couch zubringt und um die Kreise um sich selbst dreht, aber keine Fortschritte macht. Der Wert von Joes Argument ist heute genauso überzeugend wie vor 20 Jahren. Und ich stimme ihm zu. Langatmige technische oder mystische Erklärungen sind oft faszinierend und sogar literarisch, aber sie sind nicht nur unnötig. Sie komplizieren tatsächlich, ohne unser Verständnis zu bereichern. Um das zu nutzen, was die Psychologie zu bieten hat, ist es wichtiger zu wissen, was funktioniert, nicht warum es funktioniert. Zum Beispiel finde ich es bei der Behandlung von Patienten normalerweise sinnlos, sich zu sehr darauf zu konzentrieren, warum ein Patient in Schwierigkeiten ist. Das neigt dazu, akademische Masturbation zu sein und kann jahrelang ohne positive Ergebnisse andauern. Es kann sogar schädlich sein. Es ist viel vorteilhafter, sich darauf zu konzentrieren, was der Patient bezüglich seines Verhaltens tun wird, als zu verstehen, warum er sich so verhält, wie er es tut. Ja, wie ich mir dachte, natürlich sehr verhaltenspsychologischer Ansatz, finde ich an sich nicht schlecht, aber es hat seine Limits. Und zu verstehen, warum, kann auch die Lösung in sich tragen, gerade wenn es um tiefliegende Traumata geht, sagte ich schon, und vergessene Anteile oder nicht ausgelebte Emotionen, kann es sehr sinnvoll sein, auch Schattenarbeit zu machen und in der Ursuppe zu rühren. Es kommt halt sehr auf den Klienten an.
Joe nahm uns sogar jede Vorstellung davon, dass Psychologie die neuen allwissenden Hohepriester des menschlichen Verhaltens sind, indem er im Unterricht murrte: Ich hasse Studenten, die Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Wie Sie sich vorstellen können, war Joes Charakter außerhalb des Klassenzimmers nicht allzu viel anders. Und obwohl er ein Experte für menschliches Verhalten war, hatte er seinen Anteil an Problemen mit anderen Menschen. Joe hatte genug Probleme, abgesehen von denen, die ich in jedem Semester nach der Notenvergabe mit Begeisterung über mich schimpfen ließ. Diese Studenten beschweren sich immer darüber, dass sie zu viele persönliche Probleme beim Lernen haben. Sie können mit Problemen nicht umgehen. Wenn du keine Probleme hättest, hast du nicht gelebt. Als ich Joe im Laufe der Jahre als engen Freund und Mitexperten für menschliches Verhalten kennenlernte, stellte sich heraus, dass er die gleichen Probleme mit anderen Menschen hatte wie ich, und zwar etwa in dem gleichen Ausmaß. Da lernte ich nach und nach immer mehr Experten kennen des menschlichen Verhaltens in Psychologie und Psychiatrie, fand ich, dass auch sie Probleme hatten, damit fertig zu werden. Ja, die meisten Leute, die sich mit dem Thema befassen, haben selber ein Problem. Sie kennen alle Konzepte und können sie nicht umsetzen. Teilweise sehe ich an mir auch. Also ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, kann ich nur unterschreiben. Ich habe eine Menge Probleme. Sie nur zu rationalisieren hilft auch nicht, gar keine Frage. Aber ich war immer jemand, der über das Verstehen sehr viel verarbeiten konnte, muss ich dazu sagen. Und ich gebe auch gerne weiter, was ich kann und was ich gelernt habe. Aber ich habe auch hier nicht den Anspruch, dass ich perfekt funktioniere, nur weil man Psychologie kennt. Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Therapeuten sind in ihrem Job teils echt leider nicht besonders gut. Meistens passt es dann vielleicht auch nicht zwischen Klient und Therapeut. Die haben alle eigene Biases, ich auch. Und es ist keine Wunderpille. Die Psychologie ist keine exakte Wissenschaft. Ich glaube, der Großteil der Psychologie ist Scharlatanerie, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen bemühe ich mich auch um sehr konkrete Ansätze, um sehr hemdsärmelige Ansätze, nicht so sehr um die mentale Masturbation. Der Titel Doktor und das damit verbundene Wissen befreiten uns nicht davon, die gleichen Probleme zu erleben, die wir bei unseren Verwandten, Nachbarn, Freunden und sogar bei unseren Patienten sahen, unabhängig von ihrem Beruf oder ihrer Ausbildung. Wie Joe, wie andere Psychologen und Nicht-Psychologen haben wir alle Probleme mit anderen Menschen. Wenn unsere Ehemänner, Ehefrauen oder Liebhaber über etwas unglücklich sind, haben sie die Fähigkeit, uns Schuldgefühle einzujagen, ohne darüber zu sprechen. Ein gewisser Blick genügt oder ein zu laut zufallende Tür, die eine Stunde still ankündigt, oder eine frostige Aufforderung, den Fernsehsender zu wechseln. Joe beschwerte sich einmal bei mir: Ich will verdammt sein, wenn ich weiß, wie sie das machen können oder warum ich so reagiere. Aber irgendwie fühle ich mich am Ende schuldig, selbst wenn es nichts gibt, weswegen ich mich schuldig fühlen müsste. Ja, sehr spannend, wie tief die Programmierung ist. Dazu kommen wir noch. Probleme sind nicht auf die von unseren Kumpels gestellten beschränkt. Wenn Eltern und Schwiegereltern etwas wollen, haben sie die Macht, ihren erwachsenen Söhnen und Töchtern das Gefühl zu geben, sich wie ängstliche kleine Kinder zu fühlen, selbst nachdem sie eigene Kinder haben. Sie und ich wissen nur zu gut, wie das Bauchgefühl auf das Schweigen einer Mutter am Telefon reagiert oder der missbilligende Blick einer Schwiegertochter oder eine Aufforderung von Mama oder Papa wie: Du musst in letzter Zeit sehr beschäftigt sein, wir sehen dich nie wieder. Oder: In unserer Nachbarschaft ist eine schöne Wohnung zu vermieten. Warum kommst du nicht morgen Abend vorbei und wir schauen sie uns alle an? Als ob die Bewältigung dieser magenverkrampfenden Konflikte nicht genug wäre, um uns über uns selbst zu wundern, haben wir auch Probleme mit Menschen außerhalb unserer Familie. Wenn zum Beispiel der Automechaniker eine schlechte Reparatur an ihrem Auto durchführt, hat der Werkstattleiter das Wissen, um im Detail zu erklären, warum der Kühler immer noch überhitzt, nachdem sie $56 für die Reparatur bezahlt haben. Trotz seiner Fähigkeit, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sich in Bezug auf ihr Auto unwissend und schlecht fühlen, weil sie es irgendwie nicht besser gepflegt haben, gibt es immer noch das nagende Unbehagen, dass ein ehrliches Tagewerk für einen Tageslohn hier nicht gilt. Sogar unsere Freunde machen Probleme, wenn ein Freund etwas für die Abendunterhaltung vorschlägt, das sie nicht anspricht. Ist die fast automatische Antwort, sich eine Ausrede auszudenken. Sie müssen lügen, damit ihr Freund nicht verletzt wird. Und gleichzeitig fühlen wir uns wie ein schuldiger Sneak, das ist nicht übersetzt dafür, also ich glaube, ist klar. Egal, was sie oder ich tun, andere können Probleme nacheinander verursachen. Viele von uns haben den unrealistischen Glauben, dass es ein ungesunder oder unnatürlicher Lebensstil ist, Tag für Tag mit Problemen leben zu müssen. Nicht so. Das Leben stellt uns alle vor Probleme. Es ist völlig natürlich, aber sehr oft aufgrund des unrealistischen Glaubens, dass ein gesunder Mensch keine Probleme hat, haben sie vielleicht das Gefühl, dass der Lebensstil, in dem wir alle gefangen sind, nicht lebenswert ist. Die meisten Menschen, die ich aus Therapiesitzungen gut kennenlerne, entwickeln diese negativen Glauben. Aber es ist nicht das Ergebnis von Problemen, es ist das Ergebnis davon, dass wir uns unzulänglich fühlen, um mit unseren Problemen und Menschen, die sie darstellen, fertig zu werden. Ja, die Coping-Strategien sind schlicht. Was er anspricht, ist,
Was ich auch schon sagte, unser Gehirn ist ein hochentwickelter Fehlersuchapparat, eine Mustererkennungsmaschine, und wenn die nichts zu tun hat, dann dreht sie sich um sich selbst und richtet sich gegen sich selbst. Also das Problem haben wir immer. Lebensglück ist Realität minus Erwartungshorizont. Somit hat es eigentlich jeder in der Hand, glücklich zu sein, in Anführungszeichen, wobei ich ja sage, dass Zufriedenheit das Ziel ist. Aber was er meint, geht natürlich tiefer auf die Programmierung. Trotz ähnlicher Gefühle in mir, wenn ich schlecht damit umgehe, rebelliert die Summe all meiner Erfahrungen als Psychologe gegen die Vorstellung, dass Menschen eine genetisch veraltete Spezies sind, die für ein früheres Zeitalter geschaffen wurde, als die Dinge einfacher waren. Müll. Ich akzeptiere nicht, dass wir Verlierer sind, die unseren Alltag nicht glücklich leben und in diesem industrialisierten, urbanisierten, desinfizierten Weltraumzeitalter nicht angemessen zurechtkommen können. Stattdessen habe ich aufgrund meiner eigenen Erfahrung eine andere, hoffnungsvolle Einstellung aus meiner professionellen Lektüre von dem, was mir beigebracht wurde, und meinen eigenen Lehrern. Aus meiner Recherche in Labor und Klinik, von der Schulung von Menschen zur Bewältigung der Probleme des Lebens, davon in die Gemeinschaft hinauszugehen und hunderte von Menschen gegen ihren Willen ins Krankenhaus einweisen zu müssen, nur weil sie nicht wussten, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollten, und von der klinischen Behandlung der mildesten bis zu den bizarrsten und gefährlichsten psychiatrischen Störungen. All diese Erfahrungen ins Verhältnis zu setzen mit einer naturalistischen Beobachtung von tausend anderer Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, führt zu einer vernünftigen und realistischeren Schlussfolgerung. Es ist nicht nur natürlich zu erwarten, dass wir Probleme beim Leben haben werden, es ist auch natürlich dies zu erwarten. Wir alle haben die Fähigkeit, mit diesem Problem angemessen umzugehen. Hätten wir nicht die ererbte Fähigkeit, mit allen möglichen Problemen fertig zu werden, wäre die Menschheit als Spezies längst ausgestorben. Im Gegensatz zu dem, was uns einige Weltuntergangspropheten sagen, sind wir Menschen die erfolgreichste, anpassungsfähigste, klügste und der härteste biologische Organismus, der jemals vom Reißbrett der Natur hervorgegangen ist. Wenn wir den Beweisen und allgemeinen Schlussfolgerungen glauben können, die uns Anthropologen, Zoologen und andere Wissenschaftler vorlegen, können wir sehen, dass vor Äonen ein langer evolutionärer Kampf auf dieser Erde stattfand. In diesem Kampf konkurrierten die genetische Familie unserer menschlichen und tierischen Vorfahren mit den anderen ums Überleben unter harten Bedingungen, die von den ökologischen Kräften der Natur vorgegeben wurden. Unsere Vorfahren haben unter diesen Konkurrenzbedingungen nicht nur überlebt, sie sind auch gewachsen. Wir haben überlebt und uns durchgesetzt, während andere Arten ausgestorben sind oder vom Aussterben bedroht sind, weil wir physiologisch und psychologisch fürs Überleben unter allen Bedingungen gebaut sind. Unsere primitiven Vorfahren haben überlebt, nicht trotz Problemen, sondern wegen ihnen. Wir haben uns als Mensch aus einer Reihe von Tieren entwickelt, die die Fähigkeit entwickelt haben, mit Problemen in rauen Zeiten und rauer Umgebung erfolgreich umzugehen. Mit dieser Fähigkeit haben wir nicht nur unsere Erde, unsere Umwelt erobert und keine andere Lebensform gefunden, die sich mit uns in Bezug auf unsere großartigen Fähigkeiten zur Bewältigung von Schwierigkeiten messen könnte, sondern wir beginnen einen Prozess zur Erhaltung unserer Erde und der anderen Arten weiter als für das Überleben zukünftiger Generationen. Gut, schönes Plädoyer für den Menschen. Was ich hierzu anmerken würde, ist, dass wir durchaus zum Copen eingerichtet sind, aber wir oft maladaptive Coping-Strategien nutzen, so ähnlich wie Grennan das in der Mental Health Fortress-Reihe erwähnt hat. Dazu kommt er gleich noch. Was sind diese ererbten Bewältigungsfähigkeiten, die den Erfolg der Menschen hervorgebracht haben? Was haben Sie und ich mit aussterbenden Tieren gemeinsam? Und was haben wir, das Einzigartige des Menschen? Wenn Sie die wichtigsten Bewältigungsverhalten der untermenschlichen Spezies, insbesondere der Wirbeltiere, beobachten, können Sie bei Konflikten zwischen zwei Tieren derselben Art normalerweise eine Kampf- oder Fluchtreaktion von mindestens einem der beiden beobachten. Sowohl Kämpfen als auch Weglaufen sind sehr effiziente Möglichkeiten für Tiere, miteinander umzugehen. Diese Arten der Bewältigung scheint fast automatisch vorprogrammierte Reaktionen mit großem Überlebenswert für die niederen Tiere zu sein. Du und ich kämpfen und laufen auch voneinander weg. Manchmal nicht von uns gewählt, manchmal frei, gelegentlich offen, öfter auf eine Weise, die voneinander getarnt ist. Wir kämpfen oder rennen, weil wir uns von vormenschlichen Vorfahren entwickelt haben, die diese angeborenen Bewältigungsreaktionen erfolgreich genutzt haben. In unserer gegenwärtigen menschlichen Form haben wir jedoch keine Kampfzähne, keine scharfen Krallen, keine spezialisierten Muskeln, um unsere ererbten Aggressions- oder Fluchtverhalten als primäre Wege des Umgangs miteinander effizient zu unterstützen. Sie und ich können nicht einmal ein anständiges Knurren hervorbringen, das einen Räuber abschrecken würde. Und obwohl ich an engen Stellen auf meine Lauffähigkeit vertraue, würde ich mich nicht sehr oft darauf verlassen wollen. Ja, ich würde sagen, 4F-Schema, das Video bei mir. Also ich werde hier auch keine Videos einblenden, das ist der Fortgeschrittene im Kurs an der Stelle gesagt. Ich werde immer mal Dinge erwähnen aus anderem Zusammenhang,
Da kommt noch Freeze und Fawn dazu, also Einfrieren und die Bauchrolle, die Unterwerfungsgeste. Das Buch ist ein bisschen älter. Ich denke, die Pete Walker-Schematik mit dem 4F-Schema ist da ein bisschen aktueller. Aber die primären sind natürlich Fight or Flight, Kampf und Flucht. Obwohl wir Kampf und Flucht mit den niederen Tieren gemeinsam haben, die jetzt nur noch durch unsere Duldung überleben, unterscheiden wir uns am meisten von den anderen Arten durch unser großartiges neues verbales und problemlösendes Gehirn, das evolutionär in Schichten über unserem primitiven Tiergehirn hinzugefügt wurde. Vor ungefähr 1 Million Jahre, so wird angenommen, haben die Evolution und der Kampf ums Überleben unserer Cousins, unserer Vorfahren ausgesondert, die ihren primitiven Bewältigungsportfolio von Kampf oder Flucht nichts Effizientes hinzufügen konnten. Gleichzeitig hat die Evolution die Sprach- und Problemlösefähigkeit für jede Generation unserer Vorfahren, die überlebt und uns als ihre Nachkommen hervorgebracht hat, genetisch gestärkt. Unser neues Problemlesegehirn ermöglicht es uns zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, wenn es einen Konflikt oder ein Problem gibt. Diese verbalen Kommunikations- und Problemlösefähigkeit ist der entscheidende Überlebensunterschied zwischen Menschen und jener Art, die entweder ausgestorben sind, vom Aussterben bedroht sind oder schlimmer noch, domestiziert wurden. Während die nichtmenschlichen Tierarten nur diese beiden ererbten Hauptverhaltensmuster zur Überlebensfähigkeit Bewältigung, Kampf oder Flucht mit uns gemeinsam haben, haben wir dank unserer erfolgreichen Vorfahren drei Hauptverhaltensweisen zur Überlebensbewältigung, Kampf, Flucht und die verbale Fähigkeit zur Problemlösung, ja, die Assertiveness, die Durchsetzungsfähigkeit im Verbalen, um die es hier in dem Buch eigentlich geht, die man erlernen soll. Kämpfen und vor Gefahren davonlaufen sind die Reaktionen, die von unserem vormenschlichen Vorfahren geerbt wurden. Mündlich miteinander zu kommunizieren und unsere Probleme selbstbewusst zu lösen, anstatt zu kämpfen oder wegzulaufen, ist dieser Teil unseres evolutionären Erbes, das von unseren frühen menschlichen Vorfahren weitergegeben wurde. Kurz gesagt, obwohl sie die Fähigkeit haben, entweder zu kämpfen oder zu rennen, um zu überleben, werden sie nicht instinktiv dazu gezwungen. Stattdessen hast du die menschliche Option, mit anderen zu reden und so mit ihnen, mit dem fertig zu werden, was dich stört. Wenn sie oder ich versuchen, Konflikte in dieser modernen, zivilisierten Welt durch Aggression oder Flucht zu bewältigen, tun wir dies normalerweise nicht offen. Es gibt sehr wenige externe Bedrohungen, wenn man diese Gefühle ausagiert. Als Kind wurde mir beigebracht, dass ich nicht kämpfen sollte. Ich sollte anderen Kindern nicht auf die Nase schlagen. Mir wurde auch beigebracht, dass ich mutig sein und nicht offen vor Menschen davonlaufen sollte, die mir Angst machen. Die meisten Kinder der Mittelschicht in der westlichen Gesellschaft werden in ähnlicher Weise von ihren Eltern unterrichtet. Sie sind darauf trainiert, Konflikte passiv zu bewältigen. Werde ich nicht. Steh da und nimm es. Das sind beides passive Modi. Wenn uns zum Beispiel jemand wütend macht, zeigen wir das selten offen. Ja, und da ist schon der erste Fehler in der Erziehung zu den vielen Fehlern, die noch kommen werden. Ja, wir sind, um auf das vorige vorzugreifen, natürlich teils Tier, ja, starkes limbisches System. Wir haben einen evolutionspsychologischen Teil des Gehirns und den präfrontalen Kortex, der eben zum Reden da ist. Leider, sind wir ja noch viel gesteuert von der Evolutionspsychologie, vom Bauchi sozusagen. Ja, und was das Konfliktlöseverhalten angeht, ist es natürlich besser zu reden. Aber es gibt eben Extremsituationen, wenn der Bär kommt, dann geht bei uns immer noch die Amygdala an und wir sind voll unter Adrenalin und müssen kämpfen. Ja, in manchen Situationen ist es nicht zu vermeiden. Dafür ist es da. Stattdessen beißen wir stumm die Zähne zusammen und legen das leere Gelübde späterer Rache ab. Dies war das typische Muster einer meiner Patientinnen, Diane, einer 29-jährigen Schreibkraft. Diane versuchte mit Forderungen ihres Chefs, die ihr nicht gefielen, durch passive Aggression fertig zu werden. Ja, ich würde jetzt sagen, typisch Frau. Anstatt entweder mit ihrem Chef über ihre Abneigung zu sprechen oder ihre Wut auszudehnen, indem sie aufspringt und ihn anschreit, fahr zur Hölle oder etwas ähnliches. Diane wurde ihre Füße auf das schleppen, was ihr Chef wollte. Wann immer sie in der Reihe war, den Bürokaffee zu kochen, machte sie einen Pfusch. Sie verschüttete es, machte es zu schwach oder sehr stark. Kurz gesagt, machte eine schlechte Figur, wie jeder, der passiv gegen etwas kämpft. Wenn sie gebeten wurde, für einen kurzen Eilauftrag zu spät zu arbeiten, machte sie viele Tippfehler und brauchte dafür doppelt so lange. Statt offener Aggression wandte Diane passive Aggression an. Ihr Chef konnte kein Kampfverhalten benennen, aber sie frustrierte seine Ziele trotzdem so sehr sie konnte. Wie Sie sich vorstellen können, verursachte Dianes passive Aggression ihr mehr Probleme als ihrem Chef. Ja, wie Diane. Wenn Sie oder ich passiv-aggressiv sind, räumen wir das Kaffeechaos auf oder machen es wieder gut und arbeiten doppelt so lange, indem wir unsere Füße nachziehen, nicht der Chef. Schlimmer noch, wenn wir auf diese Weise passiv-aggressiv werden, wird unser Chef wahrscheinlich immer wieder dieselbe Bitte stellen und wir sind morgen bei der Bewältigung genauso frustriert wie heute. Passive Aggressionen funktionieren normalerweise schlecht für uns und bringt uns nicht das, was wir wollen. Schönes Beispiel, ja. Assertiveness, Durchsetzungsfähigkeit, verbal.
ist bei Frauen extrem schlecht ausgeprägt. Dazu kommen wir noch. Das hat viele biologische, neurologische Faktoren. Aber bei defekten Frauen natürlich auch. Wie in dem Beispiel oben auf dem Schulhof praktisch komplett zurückzustecken, ja, da seine Aggression praktisch in sich hineinzufressen, wird dann zu Depressionen oder eben zu Verlagerung, was sie jetzt macht, ne, hin zu destruktivem Verhalten, ja, anstatt diese Schuld und Scham, um die es hier auch geht, aufzulösen und offen zu sagen, das und das gefällt mir nicht. Ne. Das ist natürlich maladaptiv in dem Fall. Man muss praktisch sich schon durchsetzen können und seine Gefühle auch zum Ausdruck bringen können, seine Meinung sagen können. Und viele können das nicht, weil sie darauf konditioniert sind, eben lieber zu schweigen, in sich hineinzufressen, sich schuldig zu fühlen. Dazu kommen wir noch. Der Jan hat, wie viele von uns, auch einige Probleme durch passives Fliegen bewältigt. Wenn sie jemand vor ein Problem stellt, ging sie dieser Person so lange wie möglich aus dem Weg, natürlich. Zum Beispiel kam der Jan mit einem Zusammenbruch der ehelichen Beziehung und einer möglichen Scheidung als ihr aktuelles Problem in die Therapie. Während ihrer Trennung sah sie ihren Mann fast täglich. Beide arbeiten im selben Bürogebäude. Während dieser zufälligen Begegnung war ihr Mann manchmal kühl zu ihr. Seine Haltung war teilweise verständlich, da er sie für die meisten ihrer Eheprobleme verantwortlich machte. Der Jan hatte Schwierigkeiten, mit seiner Coolness fertig zu werden, besonders wenn es in der Öffentlichkeit geschah. Sie berichtete damals, dass sie Bob immer noch mag und am liebsten heulen würde, wenn er sich so verhält. Diane wusste nicht, was sie tun sollte, wenn Bob cool war. Sie versuchte damit fertig zu werden, indem sie sich sehr anstrengte, ihm auszuweichen. Als Bob versuchte, sie wegen der Verfügung über ihr gemeinsames Eigentum anzurufen, vermied sie seine Telefonanrufe wochenlang. Diane führte ihr Fluchtverhalten so weit, dass sie sich von ihrem Tischtelefon entfernte, als es klingelte, selbst wenn sie nicht wusste, wer anrief. Als sie ihren Flug so weit ausdehnte, konnte sie sich nicht einmal in ihrer eigenen Wohnung wohlfühlen, aus Angst, Bob würde anrufen. Als Diane mir von diesem Problem erzählte, richteten wir Coaching-Sitzungen ein, um ihr beizubringen, statt ihrer passiven Flugbewältigung selbstbewusst mit Bobs Verhalten umzugehen. Mit einiger Übung gelang es Diane, Bob anzurufen, die Grundstücksaufteilung zu regeln und vor allem einen Termin zum Mittagessen zu vereinbaren und zu besprechen, was ihr an ihren zufälligen Treffen nicht gefiel. Wenn Dianes passive Flucht fortgesetzt worden wäre, wäre sie auch weiterhin als effektive Bewältigungsmethode gescheitert, genauso wie ihre passive Aggression gegenüber ihrem Chef. Sie musste sich letztlich der Frage der Vermögensregelung stellen oder wirklich vor Bob und dem Scheidungsprozess davonlaufen. Später in der Therapie konnte Diane viele ihrer Eheprobleme auf ihre Methoden der passiven Aggression und passiven Flucht in Konflikten zwischen Bob und ihr zurückführen. Wie Diane auf die harte Tour herausfand, ist es wahrscheinlich, dass diese Person angewidert wird, aufgibt und die Beziehung abbricht, wenn sie oder ich während eines Konflikts ständig passiv vor jemandem fliehen. Ja, sehr interessant. Typisches Modell für Frauen. Ja, passiv-aggressiv, in sich hineinfressen, nichts sagen, aus Angst. Teilweise auch, hier ist mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ganz entscheidend, antrainiert und neurologisch bedingt häufig der Fall. Anstatt einfach mal Eier in der Hose zu haben, wollte ich schon sagen. Klar zu machen, was Phase ist. So. Und das nicht in aggressiver Weise, dazu kommen wir noch. Frauen überspielen das immer, sie finden den Punkt schlecht, wie männliche Durchsetzungsfähigkeit halt funktioniert. Wenn wir durch Aggression oder Flucht interagieren, fühlen wir uns ebenfalls schrecklich, da diese Verhaltensweisen immer mit den unangenehmen Emotionen von Wut oder Angst verbunden sind. Wenn wir auf diese Weise damit umgehen, werden wir nicht wütend oder ängstlich, sondern wir verlieren gewöhnlich den Kampf. Es gibt echte Kämpfe im Leben, die es zu gewinnen oder zu verlieren gilt mit anderen Menschen. Wir werden frustriert und schließlich traurig oder depressiv. Die Triade aus Wut, Angst und Depression ist unsere Grundausstattung an ererbten Überlebensemotionen und der gemeinsame emotionale Nenner, der betroffene Menschen dazu veranlasst, die eine professionelle Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Die Patienten, die ich in der Therapie sehe, werden für ihren eigenen Geschmack zu oft wütend und aggressiv gegenüber anderen Menschen oder haben ständig Angst und ziehen sich dann von anderen Menschen zurück oder haben es satt, die meiste Zeit zu verlieren und depressiv zu sein. Die meisten Menschen, die von Therapeuten gesehen werden, suchen Hilfe, weil sie sich zu sehr auf Kampf oder Flucht in verschiedenen, manchmal bizarren Formen verlassen. Wir alle haben die Gefühle von Wut, Angst und Depression gespürt, die mit Aggression, Flucht und Frustration verbunden sind. Wenn sie sich wütend, ängstlich oder deprimiert fühlen, bedeutet es nicht unbedingt, dass sie in irgendeiner Weise krank sind. Ja, Gefühle gehören dazu. Selbst wenn sie sich aufgrund dieser Emotionen entscheiden, Hilfe zu holen, sie und ich werden wütend, ängstlich oder depressiv. Das ist physiologisch und psychologisch konstruiert, um diese Wege zu fühlen. Wir sind so gebaut, wie wir sind, weil diese besondere Anordnung von Nervengewebe, Muskeln, Blut und Knochen und daraus resultierendem Verhalten unserer Vorfahren ermöglichte, unter harten Bedingungen zu überleben.
Die negativen Emotionen, Wut, Angst und Depressionen haben einen Überlebenswert, genau wie körperliche Schmerzen einen Überlebenswert hat. Wenn Sie ein heißes Objekt berühren, zieht sich Ihre Hand automatisch zurück. Ihr Nervensystem ist so konstruiert, dass die Reaktion automatisch erfolgt. Kein Flunking ist erforderlich. Wenn Sie eine unangenehme Emotion spüren, spüren Sie wirklich die physiologischen und chemischen Veränderungen, die von den primitiven tierischen Teilen Ihres Gehirns angeordnet werden, um Ihren ganzen Körper auf eine Verhaltensreaktion vorzubereiten. Im Falle von Wut spürst du die Vorbereitung deines Körpers auf einen Angriff auf eine Person oder ein Tier. Die Vorbereitung auf Aggression können wir nicht nur in uns selbst spüren, sondern wir können die Folgen auch im Verhalten anderer Menschen sehen. Wie viele Fußballmannschaften waren zum Beispiel im großen Spiel verärgert, weil das Underdog-Team ihre traditionellen Rivalen körperlich überspielte, nachdem der Trainer sie in der Umkleidekabine beleidigt und missbraucht hatte? Wir sind nicht die bevorzugten Kinder der Natur, wenn es darum geht, uns körperlich zu verteidigen. Wenn wir jedoch wütend werden, haben wir eine bessere Überlebenschance, indem wir uns aggressiv verteidigen, wenn es keine Möglichkeit gibt zu entkommen oder uns aus gefährlichen Situationen herauszureden. Wenn Sie dagegen Angst haben, spüren Sie eine physiochemische Veränderung, die von Ihrem primitiven Gehirn angeordnet wird und Ihren Körper automatisch darauf vorbereitet, so schnell wie möglich vor einer Gefahr davonzulaufen. Unsere Überlebenschancen sind besser, wenn wir von einer Gefahr davonlaufen können, die nicht durch Reden bewältigt werden kann. Wenn sich Ihnen ein Straßenräuber mit einem offenen Springmesser auf einer schwach beleuchteten Straße nähert, das panische Gefühl, das Sie in der Atmung, in Ihrem Bauch, in Ihren Gliedmaßen spüren, ist keine Fähigkeit, sondern ein natürliches Gefühl der Erregung, das automatisch von Ihrem Gehirnzentrum ausgelöst wird, die Ihren Körper auf die Flucht vorbereiten. Auch wenn wir eine dritte menschliche Alternative zur Aggression und Flucht haben, verbale Problemlösung, fühlen wir uns alle manchmal wütend und nervös und ängstlich, egal was wir tun. Als der unvorsichtige Fahrer mit 110 km/h auf der Autobahn vor mir einstellt, hilft es mir kein bisschen, mich durchzusetzen und meine Hände vor dem Zittern zu bewahren, dass ich kurz vor der Katastrophe zittere und nichts tun kann, um es zu verhindern. Als auf mysteriöse Weise eine Delle im Kotflügel meines brandneuen Autos auftauchte, hilft es mir nicht, jemandem gegenüber selbstbewusst zu sein, der nicht da ist. Ich werde höllisch wütend, egal was ich mir sage. Wenn meine Frau frustriert und mürrisch nach Hause kommt und ihren Gefühlen Luft macht, indem sie mich anstatt dem Hund tritt, gehen wir gelegentlich 6 Runden und kommen so richtig in Fahrt. Wenn solche Dinge passieren, lässt uns unsere ererbte Psychophysiologie keine Wahl. Wir werden uns ängstlich oder wütend fühlen. Aber wenn Sie selbstbewusst mit anderen Menschen interagieren können und dadurch auch die Chance haben, zumindest einen Teil von dem zu bekommen, was Sie wollen, sind automatisch Wut oder Angst weniger wahrscheinlich. Wenn wir andererseits von etwas frustriert sind, das wir nicht ändern können, oder wenn wir unsere angeborene verbale Fähigkeit nicht nutzen, um mit etwas fertig zu werden, das wir ändern können, fühlen wir uns wahrscheinlich emotional niedergeschlagen. Obwohl Depressionen heute wenig oder keine Überlebenswert zu haben scheinen, wird ihr Wert für unsere Vorfahren deutlich, wenn wir uns ansehen, wenn Sie oder ich uns normalerweise verhalten, wenn wir depressiv werden. Tatsächlich benehmen wir uns kaum. Wir tun wenig oder nichts außer Aufrechterhaltung unserer wesentlichen Körperfunktionen. Wir lieben uns normalerweise nicht oder erkunden nicht gerne Dinge, wie ins Kino zu gehen, etwas Neues zu lernen, viele Probleme zu lösen oder zu Hause oder bei der Arbeit viel zu erledigen. Wenn wir uns ansehen, wie wir depressiv werden, können wir beobachten, dass wir, wenn wir leicht depressiv oder traurig sind, etwas vermissen, an das wir gewöhnt sind, oder dass wir leicht frustriert waren, wenn wir tief deprimiert sind, haben wir einen emotionalen Verlust erlitten oder waren sehr frustriert. Wenn Sie sich depressiv fühlen, spüren Sie das Ergebnis von Botschaften, die von den primitiven Teilen Ihres Gehirns gesendet werden, um einen Großteil der normalen Funktionen Ihrer Körper Physiologie zu verlangsamen, die für die häufigen alltäglichen Aktivitäten erforderlich ist. Für unsere frühen Vorfahren war Depression ein wohltuender Zustand, wenn sie eine Zeit mit harten Bedingungen in ihrer Umgebung umgehen mussten. Als es brenzlig wurde, mussten sie sich wirklich zurückziehen, um sich zurückzuziehen. Unsere frühen Vorfahren, die depressiv wurden und in sehr frustrierten Zeiten nur herumsaßen, sparten eher ihre Ressourcen und Energie, damit erhöhen sie ihre Überlebenschancen, bis bessere Zeiten kamen. Wir sehen wahrscheinlich einen Hinweis auf diese primitiven emotionalen Rückstände in uns selbst an einem kalten, bewölkten, winterlichen Samstag, an dem es uns ohne ersichtlichen Grund schwerfällt, etwas anderes zu tun als zu naschen, ein Nickerchen zu machen und im Haus herumzuwischen. Die gemeinsame Depression, die Sie und ich oft erleben, kann mehrere Stunden bis mehrere Tage dauern. Wir fühlen uns elend, aber mit der Zeit und einigen positiven Erfahrungen lässt unsere Depression nach. In der relativ wohlhabenden Gesellschaft, in der wir heute leben, haben Depressionen und Entzug keine offensichtlichen Überlebensvorteile. Für die meisten von uns sind die Bedingungen körperlich nicht so hart und anstrengend wie für unsere frühen Vorfahren. Dieser psychologische Winterschlafmechanismus der Depression, der von unseren Vorfahren entwickelt wurde, um harte Zeiten in der Umwelt erfolgreich abzuwarten, tut uns also nichts. Unsere Funktionen kommen heute nicht von der Umwelt, sondern vom Handeln anderer Menschen. Patienten, die ich und andere Therapeuten wegen Langzeitdepressionen gesehen haben, waren in der Vergangenheit häufig frustriert.
Klinische Erfahrungen in der Behandlung von Personen mit vorübergehenden oder sogar langfristigen Depressionen legen nahe, dass es förderlicher ist, der depressiven Person zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen und sich wieder mit positiven Lebenserfahrungen zu verbinden, als den Verlauf der Depression auszusitzen. Die Behandlung von Don, einem 33-jährigen geschiedenen Buchhalter mit wiederkehrenden Phasen langanhaltender Depressionen, veranschaulicht dieses Konzept. Ja, bevor wir zum Beispiel kommen, ich hatte mal ein Video gemacht, warum man Frauen nie glücklich machen kann. Da ging es darum, dass Gefühle Ausdruck unserer Gene sind, letztendlich. Ja. Wie hier super in dem Beispiel beschrieben. Ja. Früher war es ein Überlebensvorteil, in die Höhle zu gehen. Depression war ein Selbstschutzmechanismus. Viele unserer Basisemotionen sind Selbstschutzmechanismen. Früher haben wir ganz wenige Zuckerquellen gehabt und hatten wir mal eine, haben wir an dem Zuckerrohr aber rumgeknabbert, bis wir alles rausgelutscht haben, in stundenlangem Aufwand. Ja, und das war wahnsinnig nahrhaft und belohnend. Heute haben wir das am Automaten irgendwo oder bei der Tankstelle. In hundertfacher Dosis und ja, natürlich fressen wir uns voll, werden fett. Ähnliches Schema wie bei der Depression. Auch eine, hat er damals schon in den 70ern erkannt, auch ein Massenphänomen, einfach weil nichts zu tun ist. Einfach weil der Körper dann sagt, okay, ich gehe auf Reserve und schiebe meine Depression ein. So, wie ihr seht, hat sich die Ansicht leicht verändert. Ich werde hier auch einen Timecode reinsetzen für die Ungeduldigen, die die erste halbe Stunde nicht abwarten konnten und zu den wichtigen Parts kommen wollen. Jetzt droppen die Truth Bombs quasi im Minutentakt wahrscheinlich. Aber um kurz zusammenzufassen, das Buch handelt davon, dass es um verbale Durchsetzungsfähigkeit geht gegenüber den instinktiven Reaktionen aus dem 4F-Schema. Warum wir die so viel benutzen, dazu kommt es gleich, weil das eben eher auf dem frontalen Kortex abläuft und nicht so sehr im limbischen System, wo Männer eher zu Hause sein sollten im präfrontalen Kortex. Es kann viele Probleme und Konflikte vermeiden. Das war das Beispiel vom Schulhof da. Ja, es gibt Situationen, in denen man diese Instinkte auch nutzen muss. Wut, Flucht, Depression, Rückzug, halt, Freeze. Gefühle gehören sozusagen auch dazu. Hier würde ich der allgemeinen Psychologie auch widersprechen, habe ich an anderer Stelle auch, die vor allen Dingen weiblich geprägt ist, aber nur männliche Köpfe hatte, lustigerweise. Ja, bei Trauma muss man wieder in Kontakt mit seinen Gefühlen kommen. Ja, ganz falsch ist die Aussage nicht. Ja, also Grennan hat ja in der Mental Health Fortress-Reihe viel erzählt über emotionale Taubheit und dass man wieder ja, Zugang kriegen muss. Nach Trauma sehe ich das ein, aber insgesamt ist die weibliche Psychologie, die ja von Frauen dominiert ist, immer schnell dabei zu gaslighten und zu sagen, du bist nicht in Kontakt mit deinen Gefühlen. Ja, lass uns über Gefühle reden aus ihrer weiblichen Wahrnehmung, natürlich logisch aus der solipsistischen Projektion. Hierbei, wenn es um die Depressionen hier zum Beispiel geht, wenn wir erkannt haben, dass wir maladaptiv copen, dass viele Gefühle eben Ausdruck unserer Gene sind, müssten wir von männlicher psychologischer Betrachtung eigentlich im Endeffekt für den nicht schweren Fall, vielmehr davon ausgehen, dass wir eben nicht zu sehr in Kontakt mit unseren Gefühlen sind. Dass unsere Gefühle wie Wolken an uns vorbeiziehen, dass wir die registrieren, aha, jetzt bin ich mal depressiv, aha, jetzt bin ich ein bisschen wütend, okay, gut, dann ist es halt so. Radikale Akzeptanz, wie Freud schon sagte, erster Weg zur Selbstliebe. Und das ist meine psychologische Auffassung letztendlich. Ja, nicht ins Drama gehen, nicht in die erlernte Hilflosigkeit gehen, akzeptieren. Und mit dem Wissen, dass vieles davon Blödsinn ist. Und da würden alle Frauen aufschreien, weil ihr ganzes psychologisches Konzept Equilibrium der Gefühle herstellen ist. Ja, Zauberwald, sage ich nur. Ne? Das dient letztendlich nur dazu, kognitive Dissonanzen emotional zu überbrücken, wie schwachsinnig die dann auch sind in ihrer Fantasieverteidigung. Und dann aber diesen Zauberwald mit Giftfässern zuzustellen, ohne das Video jetzt zu wiederholen. Und dann später auf Probleme zu stoßen. Nicht umsonst haben Frauen, weil es hier gerade um Depressionen geht, an der Stelle fünfmal so viel antidepressiver Konsum im Alter, auch in jungen Jahren schon zwei bis dreimal so viel, die übrigens nach neuesten Metastudien von einer Frau nicht funktionieren. Ja, Serotoninaufnahmehämmer haben keinen Effekt, weil über den Placebo-Effekt hinaus, weil Serotoninaufnahme nichts mit Depressionen zu tun hat. Geht sehr in Richtung des Buches. So. Also da sehe ich auch einen erheblichen Betrachtungsunterschied zwischen männlicher und weiblicher Psychologie, wenn ich so will. Ich würde mich eher in der männlichen verorten. Ja. Deswegen, ne, Kaffeekränzchen, wir weinen jetzt mal zusammen und dann ist das Gefühlsequilibrium wiederhergestellt, aber im Endeffekt hat man eigentlich nichts dazu gewonnen. Diese Psychologie, wo man dann 10 Jahre sich um sich selbst kreist und viele Taschentücher vollrotzt, ist natürlich nicht so schön. Ja, wie gesagt, ganz abgesehen von der Traumageschichte, wenn da wirklich was vorliegt, was tiefliegendes, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen, wenn es ganz früh passiert, da kann man eh eigentlich so gut wie nichts machen. Was ich eigentlich sagen will, akzeptiere deine Gefühle, steh drüber, wisse, dass es deine Natur ist, die dich oft dahin leitet. Das hat alles einen Sinn. Und so ist das halt. Ach so, wenn es in dem Buch, um nochmal zu resümieren, was die verbale Durchsetzungsfähigkeit angeht,
geht es nicht nur um Sprache schafft Realität, könnte man jetzt denken, sondern man muss es als kongruentes Konzept verstehen. Ja? Also ein Mann sagt, was er tut und tut, was er sagt. Also es ist mehr als nur das Wort, es ist auch das mentale Modell dabei, dass wir durchsetzungsfähig werden, dass wir unsere Bedürfnisse äußern, dass wir uns von niemandem beschämen lassen und niemand hat Kontrolle über unsere Gefühle. Das ist ein Satz, der im nächsten Kapitel fallen wird, den wichtigsten Satz in diesem Buch. Und wir uns nicht hinter unseren komischen Mechanismen verstecken, sondern assertive sind, eben durchsetzungsfähig. Agency haben, was Frauen ja nicht haben oder sehr überschaubar. Und jetzt kommen wir mal zum weiteren Text. Die Behandlung von Don, einem 33-jährigen geschiedenen Buchhalter mit wiederkehrenden Phasen langanhaltender Depressionen, veranschaulicht dieses Konzept. Don wurde von seiner Mutter und seinem Vater aufgezogen, die ständig frustrierten, was er tun wollte. Als er ein Kind war, bestand die typische Interaktion zwischen Don und seinen Eltern darin, dass er wenig oder gar keinen Dank dafür erhielt, dass er seine Aufgaben im Haushalt erledigte, aber hart bestraft wurde und sich schuldig fühlte, wenn er etwas Schlechtes tat. Als er zum Beispiel sein erstes Fahrrad wollte, bekam Don alle möglichen Gründe dafür, warum Fahrradfahren in seinem Alter gefährlich war. Fahrräder waren teuer und er wurde daran erinnert, dass ein sorgloses Kind wie er sich wahrscheinlich nicht um ein Fahrrad kümmern würde, würde er eins geschenkt bekommen. Er hat nie eins bekommen. Als er Autofahren lernen wollte, wurde ihm gesagt, dass Teenager schlechte Fahrer seien und er warten müsse. Er lernte das Autofahren im College weit weg von zu Hause, dann heiratete eine Frau, die er als seine Mutter ähnlich beschrieb. Ja, das sehe ich immer wieder. Ja, die One-Nighters beginnt bei den Männern immer wieder, wenn die Frau mit ihrem psychologischen Muster sie an die Mutter erinnert. Ja, das ist erstaunlich, egal wie Alpha man ist. Die Feststellung kann ich aus meiner Praxis mittlerweile wirklich immer wieder bestätigen. Da merkt man halt, wie tief man programmiert ist. Seine Frau lobte ihn nie und schien immer etwas zu meckern zu finden. Ja, genau. Ne? Sie hat den Frame. Er ist dabei, ihre Validierung zu erreichen, genau wie es hier in der Kindheit passiert ist. Vor 3 Jahren Behandlung ließ sich Dons Frau mit seiner Zustimmung von ihm scheiden. Kurz nach der Trennung begann Don depressive Perioden zu erleben, die mit jedem Vorkommen länger wurden. Zum Zeitpunkt der Behandlung hatte Don mehrere Monate lang antidepressiva, stimmungsaufhellende Medikamente mit geringer Wirkung erhalten. Da hätten wir es. Das ist mittlerweile klar, dass die eigentlich fast völlig wirkungslos sind. Die Behandlung der Wahl bestand in Dons Fall darin, seine Medikamente abzusetzen, da sie keine Wirkung auf Depressionen hatten. Ach so, was ich noch sagen wollte, ist, das beste Mittel gegen Depressionen ist Sport und Bewegung. Dazu wird er ihm ja auch noch raten. Und einfach ins Handeln kommen. Aber die Nebenwirkungen hatten ihn nervös und reizbar zu machen. Anstelle dieser Medikamente sagte ich Don, er solle eine Liste mit Dingen erstellen, die er gerne tat, wenn er nicht depressiv war. Seine Aufgabe war es also, sich jede Woche mindestens zwei dieser Aktivitäten hinzugeben, sich notfalls zu zwingen, egal wie deprimiert er war. Genau. Außerdem sollte er, wann immer er spürte, dass er bei der Arbeit oder in der Gesellschaft etwas schlecht machte, nicht seine frühere Gewohnheit wiederholen, aus der Situation zu fliehen, indem er seine deprimierten Gefühle wiederholte und sich in sich selbst zurückzog oder nach Hause ging, sondern die anstehende Arbeit zu Ende bringen oder die Tätigkeit, mit der er sich beschäftigt war, fortsetzen, auch wenn sein eigenes unmittelbares Gefühl war, dass er dies nicht wollte. Ja, da ist es genau, was ich erwähnte. Ja. Nicht auf die Gefühle hören, dissoziieren von den Gefühlen, auch wenn alle Frauen aufschreien, oh Gott, du bist nicht in Kontakt mit deinen Gefühlen. Was das am Ende ausmacht, wenn Frau ihr Gefühlsequilibrium immer wieder herstellen will, das ist die bekannte Sollbruchstelle, das Fass ohne Boden, ja, in der Egodystonie, dann shoppt sie halt die ganze Zeit, sucht den Konsum im Außen, take, take, take. Ja, ist wesentlich anfälliger darauf. Neurologisch betrachtet, mit diesem therapeutischen Programm verschwand Dons chronische Depression von 5 Monaten, ja, von 4 Wochen, ja, wunderbar. Er ist ins Handeln gekommen, ja, bestes Mittel gegen Depression. Ach so, was ich noch sagen wollte. Während Glover, das Buch kommt eigentlich vorher, mit nochmal Mr. Nice Guy sich damit auseinandersetzt, endlich dieses validierungsabhängige Verhalten aufzugeben, die unsichtbaren Verträge nicht mehr zu unterschreiben, mit seinen Unsicherheiten umgehens zu lernen, besteht. Wenn ich das tue, was andere wollen, dann werde ich bedingungslos geliebt. Das ist ja der Glaubenssatz, der dahinter steht. Beschäftigt sich dieses Buch und dazu kommen wir jetzt mit den Ursachen dafür. Ja, und in seiner Erziehung haben wir es auch schon gesehen. Sehr spannend, was man sehen konnte. Und da gibt es auch Studien, die sind erstaunlich. Das Schlimmste, was du einem Kind antun kannst, ist Inkonsistenz. Also selbst wenn das Kind regelmäßig hart bestraft wird, ohne die bösen Worte jetzt zu sagen, wenn es beispielsweise schlechte Noten nach Hause bringt, als ein Beispiel, ist das ein konsistenter Rahmen. Ja? Was entsteht bei Inkonsistenz? Also wenn Mutti von der Arbeit kommt und sagt, heute geht's mir gut, ich koche dir ein Festmahl und am nächsten Tag kriegt er was hinter die Löffel, weil sie einen schlechten Tag hatte, dann dreht das Kind irgendwann durch. Dann entsteht was? Angst. Was entsteht daraus? Neurotizität. Was entsteht daraus? Narzissmus und Co-Abhängigkeit letztendlich, wie wir wissen. Was hier praktisch passiert, und das ist die entspannende Betrachtung seit 200 Jahren übrigens schon, ist, dass der Mann aus dem Haushalt rausgezogen wird. Heute verstärkt, Mist auf Steroiden. Ja, da beginnt
der Industrialisierung, da fing es schon an, wenn die Männer 16 Stunden arbeiten waren, war die Frau die Autoritätsperson. Also seitdem geht das los mit den Beta-Fabriken, mit den Mami-Issues, weil Frau eben an sich inkonsistent ist. Ja, ich weiß, schreien wieder alle auf. Im Endeffekt, klar ist die Mutter für die ersten 2, 3 Lebensjahre unheimlich wichtig, eigentlich völlig unersetzlich und das will ich alles nicht abstreiten, aber im späteren Verlauf, wenn sie im Borderline-Äquivalenzmodus quasi ihre Gefühle sind die absolute Realität und die auf das Kind projiziert und dadurch intermittierende Verstärkung erzeugt, beispielsweise durch das, was ich gerade beschrieb, oder wie wir aus Practical Female Psychology wissen, einfach weiblich ambivalent ist, um ein Maximum an Output aus ihrem Umfeld rauszuziehen und das auf das Kind anwendet, ja, was kommt dann raus? Natürlich eine defekte Frau, wie wir wissen. Ja, und der Effekt hat sich ja nur verstärkt dann durch die Befragung der Frau, das Auflösen der Kernfamilie, was ja heute alles vorangetrieben wird. Man kann dazu stehen, wie man will, zur Gleichberechtigung. Ich beobachte ja einfach nur Fakten. Ja. Also der Mann wurde immer weiter aus dem Haushalt rausgezogen. Und was bietet der Mann? Ja, der bietet eben im Idealfall den Frame, ja, die konsistenten Regeln, an die sich das Kind halten kann, ja, an klare Grenzen, an denen es auch seine eigenen Grenzen ausrichten kann. Ja, jetzt vom Raufen und Toben, was Klaus Thiele ja mal gerne erwähnt, natürlich auch Aggressionskontrolle, absolut auch analog hier zu den maladaptiven Coping-Strategien. Und er ermöglicht, wenn er dann auch noch die Überstellung hat und die Frau sich von ihm beschützt und versorgt sieht, reguliert sie ihre Ego-Funktion, ja, in ihrer Egodystonie und sie wird ruhiger, ja, und kann sich auch besser aufs Kind konzentrieren. Wenn, die ganzen Single-Mütter haben nicht umsonst die schlimmsten Ergebnisse, die man sich vorstellen kann, von 80% in Gefängnissen bis vierfacher Depressions- und dreifacher um die Ecke Bringungsrate. Warum? Ja, weil sie diese Unruhe, diese emotionale Unruhe auf das Kind übertragen und weil sie eben inkonsistent sind und keine Agency haben, dazu kommen wir nochmal gleich. Die Unterverantwortlichkeit ist gemeint. Aber was aus diesem Beispiel halt eben sehr gut hervorgeht, ist, was Inkonsistenz mit einem Kind macht. Ja, es splittet die Psyche geradezu. Wir denken an einen Hund. Wir können es auch nochmal anders runterbrechen. Ja, du packst ihn in den Käfig, das Skinner-Experiment. Wenn er immer Stromstöße kriegt, sich die Käfigtür nicht öffnet, bleibt er irgendwann im Käfig liegen und hat die Stromstöße als normal akzeptiert. Das wäre dann so, wie LSE, niedriger Selbstwert, zustande kommt, unter anderem auch. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn du dem Hund eine Riesenschale Fressen hinstellst, wenn ihn dann wieder in den Käfig packst und den Strom auf voll stellst, das ist mal ein Extrembeispiel, das Vieh ist irgendwann so neurotisch und durch, ja, und ist völlig fertig. Ihr könnt euch den Hund vorstellen, der hat dann nur noch große Augen und beißt irgendwie. Also, um das mal jetzt wirklich visuell zu verdeutlichen. Ja, und wie schlecht Frauen konsistenten Frame haben, allein weil es nicht in ihrer Natur liegt, könnt ihr euch angucken, wenn ihr euch die ganzen Ersatzkinder draußen anguckt, die Weiber mit ihren Teppichratten, wie unerzogen die sind. Das ist auch übrigens neben Frohlich ein Riesenbusiness, wenn ihr Hundetrainer, wenn ihr denen beibringt, wie man einen Hund wirklich trainiert. Ne? So trainiert man übrigens Kinder auch ziemlich gut. Erinnert euch an das TikTok-2-Video, wo es da um Erziehungsmethoden ging. Das Beste, was du dem Kind geben kannst, ist ein Sportcoach. Praktisch jemand, der völlig unemotional dem Kind einfach die Welt erklärt, einen Rahmen vorgibt und sagt, so ist es, ich möchte das und das von dir, alles klar. Ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist die emotionale Verschmelzung, die Co-Abhängige mit dem Kind, zu der wir noch kommen werden, und die narzisstische Instrumentalisierung als Verlängerung des Egos. So entstehen psychologische Schäden schon im Frühalter. Zum Rest kommen wir gleich. Während unsere physiologischen Bewältigungsmechanismen, Wut, Aggression, Angst, Flucht und Depression, Rückzug an sich keine Anzeichen von Krankheit und maladaptiver Bewältigung sind, sind sie für uns einfach nicht von großem Nutzen. Ja, da hat er ja Freeze, Depression, Rückzug schon drin, also er hat schon auf 3 erweitert. Fawn hat er noch nicht drin. Sie arbeiten selten, sie helfen selten auch nur. Die meisten unserer Konflikte und Probleme kommen von anderen Menschen und im Umgang mit anderen Menschen sind unsere primitiven Reaktionen unbedeutend im Vergleich zu unserer einzigartigen menschlichen Bewältigungsfähigkeit, der verbalen Durchsetzungsfähigkeitsproblemlösung. Wut, Kampf und Angst, Flucht stören jedoch diese verbale Bewältigungsfähigkeit. Wenn Sie wütend oder ängstlich werden, stellen Sie Ihre primitiven unteren Gehirnzentren einen Großteil der Funktionen Ihres neuen menschlichen Gehirns ein. Die Blutversorgung wird automatisch von Ihrem Gehirn und Ihrem Darm zu Ihren Skelettmuskeln umgeleitet, um Sie auf körperliche Aktivitäten vorzubereiten. Ihr menschliches Problemlösungsgehirn ist daran gehindert, Informationen zu verarbeiten, wenn Sie wütend oder ängstlich werden. Denken Sie einfach nicht klar und effizient. Sie machen Fehler. Für einen wütenden oder verängstigten Mann ergibt 2 plus 2 nicht 4. Genau, ja. Also mit dem Vorderhirn denken und auch nicht mit dem kleinen Kopf und auch nicht mit der Amygdala zu sehr und dem limbischen System, wie es die Frauen tun. Es hat wahnsinnig viele Nachteile. Für unsere Vorfahren und manchmal auch für uns selbst stellt diese Hemmung unseres neuen menschlichen Gehirns durch unser niederes, primitives Gehirn kein Problem dar. Wenn wir nichts anderes tun können, als körperlich zu kämpfen oder zu rennen und zu überleben, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Dass wir so hart wie möglich kämpfen oder so schnell wie möglich rennen, ist genug,
und unsere ererbte Psychophysiologie versichert, dass wir es tun werden. Aber unser gewohnter Umgang mit Menschen erfordert weder Kampf noch Flucht. Und tatsächlich stören diese primitiven Reaktionen unsere verbale Problemlösefähigkeit auf eine zweite Art und Weise. Die meisten von uns behaupten sich verbal gegenüber anderen Menschen erst dann, wenn wir genug Frust gehabt haben, um gereizt und wütend zu werden. Wut macht sie nicht nur weniger effektiv im Umgang mit Konfliktthemen, sondern wenn sie wütend sind, neigen andere Menschen dazu, ihren Groll auf Folgendes zurückzuführen. Er lässt nur Dampf ab. Wenn er sich beruhigt hat, würde es ihm gut gehen. Vergiss es einfach. Unsere primitiven Bewältigungsreaktionen sind alles andere als nutzlos. Sie verursachen uns normalerweise mehr Probleme, als sie lösen. Genau, da hat er es auch nochmal gesagt. Ja, warum muss es erst so weit kommen, dass der Druckkochtopf am Überlaufen ist? Das ist ja auch ein typisches Nice-Guy-Problem, ne? Dass man den ganzen Zorn in sich hineinfrisst, ja, immer schön buckelt, immer schön den anderen alles recht macht. Ja, Madame, was kann ich noch tun? Und irgendwann, wenn sie dich genug erniedrigt und missbraucht hat, dann flippst du richtig aus. Kenne ich von mir. Ja, das ist ein typischer Nice-Guy-Mechanismus, habe ich erlernt, schon in frühester Kindheit. Ich habe all die Schemata, die dazugehören, anstatt eigentlich von vornherein seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Ne? Das ist nämlich dann der nächste Schritt, dass man sagt, okay, ich möchte von dir das und das. Ohne Emotion, ohne, genau nicht mit einem wütenden Unterton, mit einem passiv-aggressiven Unterton oder mit einem ängstlichen Unterton, sondern einfach ja, sachlich, normal, das und das erwarte ich. Ja. Und der nächste Schritt, und da bin ich am Entwickeln, ist dann auch noch die Grenzen einhalten. Und dann zu sagen, okay, wenn du diesen Schritt nicht erfüllst, wenn du dem nicht gerecht wirst, dann ist hier meine Grenze. Auf Wiedersehen und ganz unemotional und ungerührt zu sagen, jetzt im Beziehungskontext, ja tschüss, auf Wiedersehen, interessiert mich nicht, next. Aber auch in allen anderen Kontexten mit Menschen ist es so wichtig, eigentlich dieses Grenzen setzen. Was ich zu dem Anfang noch sagen wollte in der Erziehung, was da passiert, wenn die Frau diese Effekte nutzt, ähnlich der Betaisierung aus Practical Female Psychology, das ist eigentlich analog dazu, sie ist eigentlich grenzdurchbrechend. Ja, während ein Vater im Idealfall Grenzen lehrt, ja, und wie immer für die nicht alle Polizei, ja, es gibt tolle Mütter und ganz schlechte Väter, wissen wir, aber wir reden hier über Trends, weicht sie eher die Grenzen des Kindes auf. Ja. Sie möchte ihn ja zu dem Väter erziehen, zu dem Mann, den sie niemals daten würde und konditioniert ihn halt total auf Schuld und Scham, wozu wir dann auch gleich kommen werden. Ja. Also auch analog zum Missbrauch von Narzissmus und Borderline passiert sozusagen das Gleiche. Ich will gar nicht ins Detail gehen, mache ich an anderer Stelle mal. Dein Keks wird sozusagen weichgekocht. Ja? Du wirst in die Co-Abhängigkeit gedrückt. Je mehr die Frau ambivalent ist, je mehr sie auch diese Double Vines benutzt, ja, bin ich hübsch in dem Kleid und du hast keinen Weg raus. Ne? Sagst du, sie ist hübsch, glaubt sie dir nicht. Sagst du, du bist hässlich, ist sie sauer. Das Wesen der Double Vines auch in Practical Female Psychology erläutert. Und alle Frauen tun das zum Teil. Ja? Natürlich psychopathologische Frauen, Borderlinerinnen, Narzisstinnen sind natürlich die schlimmsten für eine kindliche Erziehung. Aber alle Frauen tun das zum Teil. Heißt letztendlich, sie bieten kein Frame dem Kind, kein sicheres Framework in der Regel, in der Masse. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sind grenzdurchbrechend. Ja. Grannon hat gesprochen von internen und externen Grenzen. Die werden praktisch durch eine missbräuchliche Mutter, zumal eine emotional dysregulierte Mutter beispielsweise, die dann diese Ängste auslöst, bei inkonsistenter Erziehung kommt sozusagen ein Neurotiker raus und am Ende ein Co-Abhängiger. Letztendlich. Ja, ohne Grenzen, ohne eigene Agency, praktisch ein Sklave. Was sie eigentlich tun, ähnlich wie bei der Betaisierung, wenn sie dann einen Jungen erziehen, ist wie Nietzsche Sklavenmoral, einen co-abhängigen Sklaven zu erziehen, ja, sozusagen als Vorstufe, um ihn dann über Beschämungstaktik, zu der wir gleich kommen werden, zu manipulieren und zu benutzen. Und deswegen ist es so wichtig, Durchsetzungsfähigkeit zu lernen, Grenzen setzen zu lernen und sich von niemandem manipulieren zu lassen. Und von Frauen schon mal gar nicht. In diese evolutionäre Sichtweise von drei Hauptbewältigungsverhalten, zwei Tieren und einem Menschen richtig ist, warum werden so viele von uns wütend oder ängstlich und greifen zu Aggressionen und Flucht, wenn wir andere Menschen uns Probleme und Konflikte bereiten. Wenn unsere völlig menschliche Bewältigungsalternativen der verbalen, durchsetzungsfähigen Problemlösung so überlebenswichtig ist, wie kommt es dann, dass viele von uns sie so schlecht nutzen? Der Zweck dieses Einführungskapitels ist es, eine Antwort auf diese verwirrende und wichtige Frage zu geben. Und jetzt wird's spannend. Eine Antwort darauf wird uns helfen zu verstehen, warum so viele von uns das natürliche verbale Durchsetzungsvermögen weiterentwickeln müssen, wiederentdecken müssen, mit dem wir geboren wurden, das wir aber so oft irgendwo auf dem Weg verlieren. Um zu beantworten, warum die meisten von uns primitive Reaktionen verwenden, die nutzlos sind und unsere Probleme verschlimmern, lassen sie uns einen Blick darauf werfen, was mit uns in der Kindheit passiert. Als Kleinkinder sind wir von Natur aus selbstbewusst. Bis zum zweiten, dritten Lebensjahr sind wir komplett narzisstisch. Ihre erste unabhängige Handlung nach der Geburt war, gegen die Behandlung zu protestieren, die sie erhalten haben. Wenn etwas passiert ist, das ihnen nicht gefallen hat,
Lassen Sie es Anna sofort durch verbale Behauptung wissen, jammern, weinen und schreien, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Du warst auch sehr hartnäckig. Sie haben selten aufgehört, allen mitzuteilen, dass sie unzufrieden waren, bis sie etwas dagegen unternommen haben. Sobald du krabbeln konntest, hast du hartnäckig und selbstbewusst getan, was du wolltest, wann immer du es wolltest. Du bist in, über und unter alles gekrochen, was du erkunden wolltest. Wenn Säuglinge nicht körperlich fixiert sind oder schlafen, verursachen sie im Allgemeinen Chaos für die Menschen um sie herum. Daher die Erfindung der Wiege, des Laufstalls, des Halfters und des Babysitters, um den Eltern die Freiheit zu geben, andere Dinge zu tun, als sich Gedanken über die Jagd nach Babys zu machen. Diese Geräte funktionieren eine Zeit lang gut, um infantile Selbstbehauptungsaktivitäten zu kontrollieren, aber bald reift das Baby zu einem kleinen Kind heran. Du konntest laufen und sprechen und verstehen, was deine Eltern dir gesagt haben. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht mehr angemessen, ihr Verhalten körperlich einzuschränken, wenn sie jemals über das Säuglingsstadium hinauskommen sollten. Die Kontrolle, die deine Eltern über dich ausübten, änderten sich von physisch zu psychisch. Sobald sie sprechen lernen konnten, war das Wort, das ihnen am deutlichsten von der Zunge gerollt ist, ein nachdrückliches Nein. Manchmal würdest du sogar auf deine Lieblingsleckerei verzichten, um Nein sagen zu können. Diese Sturheit mag Mom zwar in die Irre getrieben haben, aber sie war nur eine Ausweitung deiner angeborenen Durchsetzungskraft auf die verbale Sphäre. Um ihr Verhalten psychologisch zu kontrollieren, während sie diese faszinierenden verbalen Fähigkeiten lernten und erforschten, wurden sie darauf trainiert, sich ängstlich, unwissend und schuldig zu fühlen, sobald sie verstehen konnten, was ihre Eltern ihnen sagten. Diese Gefühle sind einfach konditionierte oder erlernte Variation unserer grundlegenden Überlebensemotion, der Angst. Sobald wir gelernt haben, uns ängstlich, unwissend und oder schuldig zu fühlen, werden wir eine Menge Dinge tun, um solche Gefühle zu vermeiden. Unsere Eltern trainieren uns auf zwei wichtigen Gründen, diese negativen Emotionen zu empfinden. Erstens ist das Spielen mit unseren negativen Emotionen ein sehr effizienter Weg, um unsere natürliche, lästige und manchmal explosive kindliche Durchsetzungskraft zu kontrollieren. Ja, da ist der Kontrollmechanismus. Indem sie unsere Emotionen zur Verhaltenskontrolle nutzen, sind unsere Eltern nicht unbedingt gleichgültig, faul oder unsensibel gegenüber unseren Wünschen. Stattdessen wird unser Durchsetzungsvermögen in diesem jungen Alter von ihnen leicht mit der angeborenen aggressiven Kampfbewältigung verwechselt, die wir zeigen, wenn wir frustriert sind. Zweitens verwenden unsere Eltern diese psychologischen Kontrollmethoden, weil unsere Großeltern es ihnen beigebracht haben, sich ängstlich, unwissend und schuldig zu fühlen. Ja, also vieles passiert instinktiv. Es ist nicht immer böswillig, absolut. Ich unterstelle auch niemanden per se irgendwie eine Absicht. Unsere Eltern bewerkstelligten dieses emotionale Training auf sehr einfache Weise. Sie lehrten uns Ideen und Überzeugungen über uns selbst und die Verhaltensweisen der Menschen, die Gefühle, Angst und Unwissenheit und Schuld hervorrufen. Versetzen Sie sich zum Beispiel in die Lage eines kleinen Kindes, vielleicht Ihres eigenen Kindes oder Ihrer eigenen Jugend und schauen Sie sich die Ausbildung an, die Sie durchlaufen. Dieses Training wird von beiden Eltern durchgeführt, aber Mama muss normalerweise die meiste Drecksarbeit machen, da sie viel mehr bei dir ist als Papa, wenn du dein Zimmer aufräumst. Und alle Spielsachen wegräumen, sagt Mama normalerweise Dinge wie, das ist ein guter Junge. Wenn ihr dein Job nicht gefällt, wenn du ihn überhaupt machst, sagt sie normalerweise Dinge, die sich anhören wie, was für ein Kind bist du? Nur ungezogene Kinder räumen ihr Zimmer nicht auf. Du lernst schnell, dass frech, was auch immer das bedeutet, auf dich zutrifft. Wann immer es verwendet wird, sagen ihnen Mamas Stimmen und Stimmung, dass ihnen etwas Beängstigendes und Unangenehmes passieren könnte. Sie verwenden auch Wörter wie schlecht, schrecklich, schmutzig, eigensinnig, unüberschaubar und vielleicht sogar Wörter wie böse oder böse, aber sie beschreiben alle dasselbe. Sie, was du bist, klein, hilflos und nicht vielwissend und was sie fühlen sollten, dumm, nervös und vielleicht verängstigt und sicherlich schuldig. So, und das ist die Obertruth-Bomb überhaupt. Wenn ihr euch fragt, wo Nice-Guy-Verhalten herkommt, da fängt es an. Ja? Anstatt Mutter sagt, das wird er gleich noch sagen, ich mit Agency möchte, dass du dein Zimmer aufräumst, was eine klare Ansage ist, sagt sie natürlich im moralischen Schwarz-Weiß-Denken der Frau auch wieder sehr passend, du bist ein böses Kind, wenn du XY nicht machst. Wenn du das nicht machst, kommt der Weihnachtsmann nicht und so weiter. Das sind einfache emotionale manipulative Kontrollmechanismen. Letztlich primet sie das Kind auf Beschämungstaktik. Ja, ähnlich wie im Prozess der Bitterisierung, sagte ich schon, ist das ja die Waffe der Frau, wie der Vorschlag des Mannes, ist die Beschämungstaktik ja die Waffe der Frau. Und was sie hier macht, das macht sie im Kontext der Intersexualität auch und im sozialen Kontext auch, setzt sozusagen den Samen dafür, dass das Kind kontrollierbar wird, ne? Und jetzt wird langsam ein Bild draus, ne? Warum ist das Erste, was Frauen machen, wenn sie ankommen, irgendwo auch hier online, immer Beschämungstaktik? Immer ihre Angriffswaffe rausholen, wenn sie dann narzisstisch und aggressiv genug sind. Das ist immer das Erste. Weil das ihr Mittel der sozialen Normierung ist. Und in der Gesellschaft läuft es nicht anders jetzt auf der Metaebene. Ja, Nietzsches Sklavenmoral erwähnte ich schon. Wie steuerst du die Massen? Über Angst. Ja, wenn du nicht drei Masken aufsetzt und so weiter. Ich will das Thema gar nicht vertiefen, ist nicht meins. Ja, wir können es an ganz vielen Stellen sehen. Ja, was ist kontrollierbar?
Ich meine, der Scham und Angst empfindet. Im Extremfall ist jemand, der toxische Scham hat, der Nice Guy, der Narzisst, aber auch. Beide zeichnen sich natürlich aus als selbe Seite der gleichen Medaille durch diese toxische Scham. Und hier ist der Keim gesetzt, um erstmal den Lokus der Kontrolle nach außen zu verlegen, ja, auf die Mutter. Die Mutter ist auf dem Podest und kann dich manipulieren und kontrollieren. In beiden Fällen. Ja, und du bist von ihrer Validierung abhängig. Da fängt das validierungsabhängige Verhalten an. Dadurch, dass du von ihr zum negativen Objekt gemacht wirst, um jetzt psychologische Fachtermini zu benutzen. Ja, und bereits ganz früh fängt das an. Das ist im Kleinen das, was passiert. Ich erwähnte schon, ja, wenn die Mutter besonders auffällig ist, dann wird der Missbrauch natürlich größer und die Psychomarke größer. Aber wenn wir jetzt die Entwicklung über die letzten Jahrhunderte, sagen wir mal, schon angucken, und gerade mit dem Turbo jetzt der letzten Jahrzehnte, ist es kein Wunder, dass die Menschen hochneurotisch und ängstlich sind. Und die wieder hochneurotische und ängstliche Menschen produzieren. Und heute sind wir halt bei der Schneeflockengeneration, bei der wir sind halt, ne? Die gar keine Resilienz mehr haben, die alle hochgradig Egodystonen sind, narzisstisch, co-abhängig, wurscht, wie auch immer, leider nicht narzisstisch. Alles fängt an. Hier wird die toxische Scham gepflanzt. Ja, und es ist ein Instrument der Kontrolle. Das sollte einem klar sein. Ja, und auch wenn ich Eltern das einfach auch energiesparend machen, das ist unheimlich aufwendig, Eltern zu sein. Ich will das nicht kleinreden. Also gar keine Frage, dass man auch zu bequemen Lösungen als Tier-Mensch zu bequemen Lösungen schreitet und sagt, wenn ich sage, du bist böse und das Kind funktioniert, dann optimiere ich sozusagen meinen Arbeitsaufwand. Aber dem Kind tue ich damit keinen Gefallen. Und wenn man das eben im Extremen betreibt, sprachliche Manipulation, darum wird es hier in dem ganzen Buch gehen, wie werde ich unempfindlich dagegen, von anderen Menschen emotional manipuliert zu werden, dann fängt der ganze Quatsch hier an. Indem sie dir beibringt, emotional aufgeladene Ideen, wie gut und schlecht, mit deinen kleinen Handlungen zu verbinden, leugnet Mama, dass sie dafür verantwortlich ist, dass du es tust, was sie will. Ja, und da sehen wir die weibliche Unterverantwortlichkeit. Frauen tun sowas instinktiv. Das ist es ja. Wie soll jemand, der eine instinktive weibliche Unterverantwortlichkeit und keine Agency, der greift natürlich besonders schnell zu diesem Mittel, weil Frauen dieses Schwarz-Weiß-Moraldenken haben, sagte ich schon, aber auch ja nicht schuld dran sein wollen, dass das Kind sich schlecht fühlt. Da sind wir das. Da kommt die Schuldexternalisierung, die Schamexternalisierung der Frau ins Spiel und die Unterverantwortlichkeit. So, also wird sie viel eher sagen, du bist ein böser Junge, anstatt zu sagen, wie ein Mann sagen würde, ja, der klar verbale Durchsetzungsfähigkeit, Assertiveness hat, sagen würde, ja, bis dahin und nicht weiter. Das erwarte ich von dir. Eben wie der Sportcoach vorher beschrieben. Klare Grenzen setzt und die auch durchsetzt, konsistent durchsetzt. Wie zum Beispiel dein Zimmer aufräumen. Der Effekt auf dich als kleines Kind, wenn du solche aufgeladene Ideen, wie gut, schlecht, richtig oder falsch verwendest, um zu kontrollieren, was du tust, ist das gleiche, als hätte Mama gesagt, mach mir nicht so ein böses Gesicht. Ich bin es nicht, der will, dass du dein Zimmer aufräumst. Genau. Gott möchte, dass du dein Zimmer aufräumst. Ja, Externalisierung ins Mystische. Indem sie ihr Verhalten und Gut-Schlecht-Aussagen kontrolliert, schiebt Mama die Verantwortung von ihren Schultern. Da haben wir es. Sie dazu zu bringen, etwas zu tun mit externen Äußerungen, wie richtig oder falsch, die nichts mit deiner Interaktion mit ihr zu tun haben, schiebt sie dein Unbehagen, das zu tun, was sie will, auf eine externe Autorität, die alle Regeln aufgestellt hat, denen wir gehorchen sollten. Das ist Nichtbehauptung. Diese Art der Verhaltenskontrolle zum Beispiel, das ist ein guter und böser Junge, ist sehr effizient, aber es ist manipulativ. Ja. Master Psychological Manipulators, eine Kontrolle unter dem Tisch und keine ehrliche Interaktion, bei der Mama es dir selbstbewusst und von sich aus sagen würde, was sie von dir will. Und halte dich daran, anstatt ihre Wünsche in einem durchsetzungsfähigen kleinen Kind gegenüber geltend zu machen, bis er auf ihre Wünsche reagiert, und das wird er, findet Mama es einfacher, ja, ist besonders bequem, sich mit Gott, der Regierung, der Hygiene- und Sicherheitsabteilung des alten Mannes durch Gut und Böse kämpfen zu lassen, Weißbart, der Polizeichef oder wen auch immer du kindisch als denjenigen wahrnimmst, der entscheidet, was gut oder böse ist. Ja, und da sehen wir Ninja Samurai Video, Frauen referieren immer zur höchsten moralischen Autorität, Externalisierung der Verantwortung, Überstellung, klar, und die wird instinktiv übertragen auf irgendwas anderes. Hochinteressant. Mama sagt dir selten, danke, ich mag es sehr, wenn du dein Zimmer aufräumst. Oder sogar, es muss dich wirklich ärgern, wenn ich dich dazu zwingen muss, dein Zimmer zu renovieren. Aber das ist genau das, was ich möchte, dass du es tust. Mit Aussagen wie diesen lehrt Mama dich, dass alles, was Mama will, wichtig ist. Einfach, weil sie es will. Und das ist die Wahrheit. Sie lehrt dich, dass niemand außer ihr nach dir steht. Und auch das ist die Wahrheit. Sie lehrt dich, dass niemand außer ihr nach dir sieht. Und das ist auch die Wahrheit. Du wirst nicht dazu verleitet, dich ängstlich, schuldig oder ungeliebt zu fühlen, weil du nicht magst, was Mama will. Sehr, sehr wichtig, der Unterschied, ja, zwischen Agency, zwischen klarer, direkter Kommunikation. Da kommt auch noch die overte versus die koverte Kommunikation der Frau dazu. So vieles spricht dagegen, dass eine Frau einen vernünftigen Erziehungsrahmen für gerade für ein männliches Kind schaffen kann, aber auch für weibliche Kinder nicht.
Deswegen ist väterlicher Einfluss so wichtig. Wenn er dann ein guter Vater ist, jetzt können wir wieder diskutieren, wenn die Frauen nur Betas in die Welt setzen, die alle selber keine Grenzen setzen können, dann hast du irgendwann auch keine durchsetzungsfähigen Männer mehr, keine Eichen, jetzt in dem positiven Beispiel, sondern eine Herrschaft von Co-Abhängigen und Narzissten, die keine Verantwortung übernehmen können, keine Grenzen setzen können und keine Durchsetzungsfähigkeit haben. Aber letztendlich fehlt ihr einfach diese Eigenschaft. Das ist nicht im Repertoire der Frau. Sie ist nicht hardwired. Sie ist nicht, ihre Hardware hat das nicht. Deswegen, so wichtig die Mutter ist für die frühkindliche Entwicklung, wird der Vater danach immer wichtiger. Wir sehen genau hier aus dem Text heraus, zu welchen Konstellationen es häufig kommen wird. Das wird nicht beigebracht, dass das, was Mama mag, gut ist und was sie nicht mag, schlecht ist. Wenn sie einfach durchsetzungsfähige Aussagen wie ich will verwendet, gibt es keine Implikationen oder unausgesprochenen Drohungen, dass gute Kinder geliebt werden und böse nicht. Du musst nicht einmal mögen, was Mama von dir will. Sie müssen es einfach nur tun. Was für eine glückliche Situation, in der Lage zu sein, Mama und Papa zu meckern und zu schimpfen, um Dinge von der Seele zu baumeln und zu wissen, dass sie dich immer noch lieben. Ja, und da ist genau der Unterschied, ne? Bringst du Schwarz-Weiß-Moraldenken rein, primest du das Kind für toxische Scham und Schuld schon ganz früh über diese Art der Kommunikation, implizierst du damit, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Ja, das ist schon die Vorstufe der Parentifizierung. Psychische Schuldgefühle zu benutzen, um dein Verhalten zu manipulieren, ist andererseits dasselbe, als würdest du dir beibringen, dass du den Geschmack von Aspirin mögen musst, bevor es deine Kopfschmerzen heilt. Glücklicherweise vermitteln Eltern, wenn sie behaupten, dass sie die Autorität dafür sind, was ihr Kind tun kann und was nicht, das selbstbewusste Konzept, dass sie, wenn sie erwachsen sind, nicht nur tun können, was sie wollen, genau wie Mama und Papa, sondern sie werden auch Dinge machen, die dir egal sind, damit du andere Dinge tun kannst, die du willst, genau wie Mama und Papa. Ja, der Satz ist ein bisschen verunglückt. Egal. Kindern wird leider beigebracht, in vielen Situationen der Kindheit auf die psychologische Kontrolle ihrer erlernten Gefühle von Angst, Ignoranz und Schuld zu reagieren. Wenn du zum Beispiel mit deinem Hund im Wohnzimmer spielst und Mama auf der Couch ein Nickerchen machen möchte, bringt sie dir bei, auf manipulative, emotionale Kontrolle zu reagieren, indem sie sagt, warum spielst du mal mit Rover? Sie müssen sich dann eine Antwort darauf einfallen lassen, warum sie mit Rover immer im Wohnzimmer spielen. Da sie keinen Grund dafür kennen, außer der Tatsache, dass sie es gerne tun und es Spaß macht, fühlen sie sich unwissend. Denn wenn Mama nach deinem Grund fragt, muss es einen geben. Sie würde nicht nach so etwas fragen, wenn es den nicht gibt, oder? Wenn du ehrlich, aber verlegen antwortest, ich weiß nicht, kontert Mama, warum gehst du nicht mit ihr ins Zimmer deiner Schwester spielen? Oder einen guten Grund, warum sie lieber mit dem Hund als mit ihrer Schwester spielen? Fühlen Sie sich erneut unwissend, weil Sie nicht wissen, warum. Umständlich nach einem Grund suchend, wird deine gemurmelte Antwort von Mom unterbrochen. Es scheint, als solltest du nie mit deiner Schwester spielen. Sie will mit dir spielen. Du fühlst dich jetzt höllisch schuldig und schweigst, als Mama den Gnadenstoß vollbringt. Wenn du nie mit deiner Schwester spielst, wird sie dich nicht mögen und mit dir spielen wollen. Jetzt fühlst du dich nicht nur unwissend und schuldig, sondern auch noch besorgt darüber, was deine Schwester von deinen Einstellungen halten könnte. Und du gehst mit Rover auf den Fersen, um deinen rechtmäßigen Platz im Leben neben Schwester und außerhalb von Moms Gehör einzunehmen. Sehr schönes Beispiel, wie Frauen kommunizieren. Kovert, immer mit der Schamimplikation, immer die Beschämungstaktik, mehrfach angewendet, klar, um Schuldgefühle zu erzeugen, um so das Kind steuerbar zu machen, später auch den Mann steuerbar zu machen. Und hier werden die Weichen gelegt. Ja, das ist auch ganz analog zum Beta-Verhalten dann später, Strawplay wäre so ein Beispiel halt, ne? So wenn du den Abwasch nicht machst, dann gibt es auch keinen Bunga. Ne? Und dann machst du natürlich Mama glücklich und denkst, das ist der Weg. Ist natürlich schon alles früh einprogrammiert. Soziale Kontrolle ist das Game der Frau. Da ist ihre Arena. Und je mehr sie die männliche Präsenz letztlich rausdrückt aus dem Erziehungsprozess, desto weicher wird am Ende auch die Gesellschaft insgesamt, jetzt mal auf der Meta betrachtet, ja. Desto mehr NPCs und Drohnen laufen rum, je mehr Grundstein durch solche Dialoge gelegt werden, schon ganz früh. Ironischerweise schadet all die gewundene Fummelei, die Mama durchführt, um dich davon zu überzeugen, dass du gerne mit deiner Schwester spielen solltest, deiner natürlichen Durchsetzungsinitiative mehr, als wenn sie dir ihre bodenständige, offensichtlich menschliche Grummeligkeit zeigt und sagt, verzieh dich, verschwinde aus dem Wohnzimmer, während ich versuche zu schlafen und nimm diesen räudigen Köter mit. Selbst mit solchen Aussagen setzt sie dich der harten Realität des Zusammenlebens mit anderen Menschen aus. Manchmal behandeln dich die Menschen, die du liebst und die dir wichtig sind, schlecht, weil sie Menschen sind. Sie können dich lieben und sich um dich kümmern und trotzdem wütend auf dich werden. Mit Menschen zusammenzuleben ist nie immer einfach. Also bereitet Mama dich mit gelegentlichen Anfällen von Wut, gemildert durch alltägliche Liebe, emotional darauf vor, in diesem menschlichen Paradoxon fertig zu werden. Ja, er sagt auch wieder, lieber Overt direkt mit Agency ist besser, auch wenn es Wut ist, ja, wovor Frauen immer zurückschrecken, oh Gott. In der Regel, wenn sie nicht sehr narzisstisch sind, in der Wut sind.
Oh, das würde ja dem Kind schaden. Das ist immer so verlogen von den Erziehungswissenschaften, wie Frauen das auffassen, eben aus ihrer subjektiven Sicht. Würden sie eher zur Manipulationstaktik oben beschrieben greifen, ja, weil es eben ihrer Natur entspricht. Und würden das natürlich auch rechtfertigen als den besseren Weg, wenn es genau umgekehrt ist. Da teile ich die Meinung, das manipulative Training erlernter negativer Emotionen wird verstärkt und fortgesetzt, wenn sie außer Haus sind. Ältere Kinder, die selbst auf diese Weise trainiert wurden, verwenden manipulative emotionale Kontrolle, um andere Kinder dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Es überträgt sich natürlich. Lehrer in der Schule machen dort weiter, wo die Mutter aufhört und nutzen manipulative emotionale Kontrolle als sehr effizientes Mittel, um ihr Klassenzimmer mit weniger Aufwand ihrerseits zu führen. Ja, da kommen wir auch zum nächsten Aspekt. Im Bildungssystem nur Frauen. In den Grundschulen sowieso, in der Kita. In der Oberschule ist es, glaube ich, 70-30 oder so. Es hört nie auf. Ja, du wirst praktisch in der Beta-Fabrik von der Fertigung bis zum Mannwerden komplett auf Scham konditioniert. Ja. Komplett sozial normiert. Und das hat ja Sinn. Ja, wenn wir jetzt mal in die Äonen zurückblicken, in die wilde Urzeit, ins wirkliche harte Patriarchat, da waren das die psychologischen Waffen der Frau, die sie halt evolviert hat, um den wilden Mann gefügig zu machen. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Solange es ein Gleichgewicht gibt, macht die Manipulation und die Taktik der Frau ja auch Sinn. Ja, das ist ja gegeneinander evolviert worden. Der Mann war groß und stark und konnte sich die Welt untertan machen und sie hat durch den Mann regiert. Ihre Macht auf der sozialen Ebene ausgefüllt. Deswegen hat sie ja so viele Mechanismen involviert. Deswegen ist sie ja der Meistermanipulator mit der verdeckten Ovulation. Das hat alles Sinn, bloß sind wir halt völlig aus der Balance geraten. Ne? Deswegen, es gibt mehr Frauen als Vaginen, war, glaube ich, der Spruch, wenn ich ihn jetzt richtig zusammenkriege. Ja, deutlich mehr. Von vornherein auf Frau geprimed. Schließlich, wenn sie sehr gut darin trainiert sind, durch ihre erlernten negativen Emotionen kontrolliert zu werden und effektiv daran gehindert werden, durchsetzungsfähig zu sein, beginnen sie passive Aggression, passive Flucht oder Gegenmanipulation einzusetzen, um eine gewisse Kontrolle über eigenes Verhalten zu erlangen. Deine eigenen früheren Manipulationen klingen zum Beispiel so: Mama, wie kommt es, dass Schwesterchen immer in ihrem Zimmer sitzt und spielt, wenn ich den Hof aufräumen muss? Kritisch vorgeschlagen, dass Mama Favoriten spielt. In diesem jungen Alter hast du noch nicht genug über Manipulation gelernt, um Mama gewachsen zu sein. Sie werden nicht so einfach sein, bis sie ein Teenager sind und ihr eigenes Auto oder die Verwendung eines haben möchten, um lange auf Verabredungen zu bleiben oder irgendetwas von anderen 100 Dingen. Bis dahin bist du geschickt genug, um mit den erlernten Angst- und Schuldgefühlen deiner Eltern zu spielen, mit Widerhaken wie Rons Vater hat ihm ein Auto gekauft. Bist du nicht so reich wie er? Oder Jennifers Mutter hat ein Dienstmädchen. Warum kannst du keins haben, um das Haus aufzuräumen? Aber in der Zwischenzeit reichen deine ersten Manipulationsversuche völlig aus, damit sich Mama defensiv und beschützend fühlt. Ihre Kritik impliziert, dass sie nicht fair ist oder sich an die äußeren Regeln hält, die sie ihnen gebracht hat. Im gleichen manipulativen Geist, in dem du ihr deine verschleierte Kritik an den Kopf geworfen hast, antwortet Mama mit etwas wie: Deine Schwester hilft mir im Haushalt. Es ist nur fair, dass sie nicht auch die Gartenarbeit machen muss. Du solltest hier etwas tun. Mädchen räumen das Haus auf und Jungs räumen den Hof auf. Auch hier, sicher versteckt hinter dem Vorhang ihrer Manipulation, impliziert Mama auf subtile Weise, dass du nicht nur gefährlich nah dran bist, ein nutzloser Herumtreiber zu sein, sondern dass es nicht ihr Wille ist, dass du eine unangenehme Aufgabe hast. Mama impliziert, dass sie nur ein komplexes Regelwerk befolgt, das sie sich nicht ausgedacht hat und das du noch nicht ganz verstehst. Ja, wieder Unterverantwortlichkeit. Du wirst diese Regeln übrigens später auch anwenden, aber nie ganz verstehen, da jeder von uns improvisiert wie Mama unsere eigenen Details der Regeln. Während wir weitermachen, verwenden die Regeln selektiv, wenn es uns passt, und ignoriert sie bequemerweise, wenn das unseren Zwecken dient. Ja, ambivalent und solipsistisch natürlich. Angesichts dieses gewaltigen verbalen Gewirrs fällt es uns leichter, sich auf den Hof zurückzuziehen für eine lange Sitzung des Murrens und des passiven Schleppens ihres Rächens. Mamas manipulative Kontrolle über deine Emotionen und dein Verhalten schult dich nicht nur weiter im willkürlichen Gebrauch von Ideen wie richtig und falsch oder Fairness, sondern mit den gleichen Worten konditioniert Mama dich auch darauf, nach vagen allgemeinen Regeln zu denken, die sein sollten. Da haben wir den faktischen Relativismus und den moralischen Objektivismus. Der Fehler in diesem Konditionierungsprozess besteht darin, dass diese abstrakten Regeln so allgemein sind, dass sie unter denselben Umständen auf jede gewünschte Weise interpretiert werden können. Ja, wieder weibliche Ambivalenz. Es kommt alles wieder. Diese Regeln sind außerhalb ihres eigenen Urteils darüber, was sie mögen und was nicht. Sie sagen, wie Menschen sich fühlen und verhalten sollten, unabhängig von der Beziehung zwischen ihnen. Sie werden oft dogmatisch und provinziell interpretiert, bis hin zur Erziehung zu einem völlig willkürlichen, intimen Lebensstil, der nicht mit Überleben oder Fortpflanzung zu tun hat. Warum sollten zum Beispiel junge Yards machen und ihre Schwestern nicht? Also Gärten ist gemeint hier, das.
Das ja vorher Yards. Mama hat jedoch die vielversprechende Option, mit manipulativen Äußerungen ihrer Kinder durchsetzungsfähig umzugehen. Hoffentlich verwendet sie ihre Antwort verbale Behauptungen und dabei bestraft und manipuliert sie ihre Kinder nicht. Auf ihre Kritik an ihren Arbeitsaufträgen kann sie beispielsweise selbstbewusst und empathisch reagieren. Ich sehe, sie finden es unfair, dass sie den Hof machen, während ihre Schwester spielt. Das muss sie aufregen, aber ich möchte trotzdem, dass sie jetzt den Hof haken. Durch ihre selbstbewusste Reaktion auf die unangenehme Aufgabe, die mit ihrer Manipulation fertig zu werden, sagt Mama ihnen viele emotional unterstützende und beruhigende Dinge. Sie sagt dir, dass du, obwohl du etwas tun wirst, was du nicht magst, das Recht hast, dich so zu fühlen, wie du es tust. Und sie ist dir gegenüber nicht unempfindlich. Trotz der Art und Weise, wie deine geordnete, faire Welt zusammenbricht, laufen die Dinge immer noch so, wie Mama es will. Und am beruhigendsten ist, dass hinter der nächsten Kurve keine Katastrophe lauert, weil Mama klug genug ist, sich nicht von einem Unbedeutenden betrügen zu lassen, wie einem kleinen Kind betrügen zu lassen, wie dir und deiner Schwester. Die Mütter, die ich in meinem Unterricht sehe, äußern alle ähnlich unangenehme Gefühle in Bezug auf diese Aufgabe, auf die Aufgabe, mit kleinen Kindern fertig zu werden. Sie haben zwei Hauptquellen der Sorge. Zuerst, sie sind verwirrt über die verschiedenen Methoden, die im Laufe der Jahre zur Kindeserziehung angewendet wurden. Spock sagt ihnen etwas anderes, Giselle etwas anderes, Patterson etwas anderes. Zweitens gehen alle Mütter fälschlicherweise davon aus, dass sie, wenn sie sich entscheiden, selbstbewusst die Führung zu übernehmen, nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder tyrannische Bastarde oder nachsichtige Quallen mit ihren Kindern zu sein. Und die Aussage ist wirklich Hammer. Da muss ich gleich mal einen kleinen Exkurs machen. Erstmal wollte ich noch zu dem Vorteil sagen, er kämpft hier wie Don Quixote gegen Windmühlen, gegen die weibliche Unterverantwortlichkeit, die schon in der Erziehung anfängt und all diese Früchte trägt, von denen ich jetzt erzählt habe. Ist auf jeden Fall spannend. Also das ist bestimmt nicht einfach. Aber an sich muss man Frauen in die Verantwortung holen, in der Erziehung als Mütter. Wie ist das im gynozentrischen System? Ich kenne mich mit Erziehungsliteratur nicht aus. Also er erwähnt hier Spock, Giselle und Patterson, das sind irgendwelche amerikanischen uralten Erziehungspsychologen wahrscheinlich. Ich möchte es nicht wissen. Also, da kann mich gerne jemand in den Kommentaren aufklären. Da wird bestimmt nicht drinstehen, dass die Frau Agency übernehmen muss. Also, da möchte ich aber drauf wetten im Gynozentrismus. Aber der Ansatz ist natürlich super, auch wenn es schwierig ist. Und jetzt kommen wir zu dem, worum es eigentlich geht. Entweder tyrannische Bastarde oder nachsichtige Quallen. Ja? Ich habe mir das Video von Ryan Stone angeguckt und der hat mich auch wieder in eine Truthbomb reingeschickt, weil diese Aussage bedeutet, und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Ansicht, also Leute, die nur mitgehört haben, können jetzt mal hingucken. Was hatte ich vorhin gesagt? Die Frau hat keine Hardware-Installation. Sie weiß nicht, was Durchsetzungsfähigkeit ist. Ich habe ja einige Videos gemacht, vielleicht erinnert an die Feministin bei Zickig und Hysterisch oder auch im letzten Video, die Feministin auf einer Dating-Plattform, die sich unheimlich aufregt, was mir gar nicht aufgefallen ist. Frauen haben kein Modell von Durchsetzungsfähigkeit, weil es nicht in ihrer Natur liegt. Also sie können gar keine Eiche machen. Das hatte ich in dem Hysterie-Video gesagt. Für sie ist Durchsetzungsfähigkeit praktisch Narzissmus. Ne? Also hier, wie beim verdeckten Narz, wenn ihr hier mal hinguckt. Ne? Das ist die Nulllinie, die Eiche wäre praktisch die Nulllinie, die totale hier. Das wahre Ich, die Realität, klare Ansage, null Emotionalität. Und da sie in meinen Augen ja sowieso sehr starke Anlagen vom weinerlichen Narzissmus hat, in der Unterverantwortlichkeit, kann sie nur die Polarität umkehren. Sie ist weinerlich, co-abhängig in die Richtung, ja, und wenn sie dann denkt, sie will einen Mann LARPen, Live-Action-Roleplay nennt man das im Englischen, also lebendes Aktionsrollenspiel, und dann versucht sie, einen Mann zu imitieren und schaltet auf grandios. Und dann sehen wir das, was wir sehen. So eine zickige Feministin, eine Boss Bee, was auch immer. Ja, weil sie es nicht können. Sie wissen nicht, wie Durchsetzungsfähigkeit funktioniert. Inert haben sie nicht diese innere Ruhe. Sie haben nicht, haben die Risikoaversion, die Unterverantwortlichkeit, die hohe Emotionalität, das Angstwesen. Ja, und sie überkompensieren dann, anstatt die Eiche zu machen. Also wollte ich an meiner Lieblingsabbildung, die ich mal entwickelt habe, nochmal zeigen, was da passiert. Und deswegen wirkt das so inkongruent. Ja, sie will einen durchsetzungsfähigen Mann imitieren und da kommt nur Müll bei raus. Und dann hat er mich hierauf noch gebracht. Diese nette Ansicht, also wenn wir jetzt eine Metrik aufmachen, einfach Status in Relation, also Überstellung praktisch, ja. Wer steht drüber, wer steht drunter und Harmonie, bist du für oder gegen mich? Und jetzt so ein Kreuz machen. Ja, dann haben wir vier Sektoren, also Überstellung, Unterstellung, für mich und gegen mich. So, D-Ring hatte ich schon häufiger mal erklärt, defend, explain, excuse and rationalize. Also verteidigen, erklären, entschuldigen. Also entschuldigen und verteidigen ist mit das Schlimmste. Erklären kann auch schon scheiße sein und rationalize, rationalisieren. Das sind alles Unterstellungsmerkmale. Während ein Überstellungsmerkmal praktisch Game ist. Das ist die klassische psychologische und verbale Überstellung. Ne? Nicht ernst nehmen, wie die kleine Schwester behandeln, über den Dingen stehen, veräppeln, überhöhen und zurückspielen, agree and amplify und all das, was wir aus dem Game kennen. Ne? Das muss natürlich kongruent passieren, am besten natürlich nicht nur außen, sondern auch innen mit voller Überzeugung. Worum es eigentlich geht, die Boss-Bee, die Karen, die Feminist,
die LARPt, wie ich gerade erklärte. Die ist praktisch in diesem Quadranten. Sie stellt sich praktisch auf die Hinterbeine und versucht, wie so ein Chihuahua, der eine Bulldogge imitieren will. So muss man sich das vorstellen. Deswegen, wenn man auf sowas mit D-Ring reagiert, ist man selber mental in der Unterstellung. Ja, er hat das geil erklärt, dass im Endeffekt kannst du sowas gar nicht ernst nehmen. Also als Mann, wenn du ein Frame hast, wenn du in dir ruhst, kannst du über sowas eigentlich nur lachen. Das tue ich auch die meiste Zeit, muss ich für mich behaupten. Auch wenn ich mich gerne mit sowas befasse und gerne immer süffisant so eine Artikel vorlese, sollte man das alles nicht so ernst nehmen. Das ist, was die nicht verstehen. Ja, um mal diesen ganzen Teil zu ergänzen, mit dem Video über Hysterie. Ja, ach so, die andere Möglichkeit wäre noch kämpfen oder zurückziehen. Ja, aber wer kämpft denn mit einer Frau? Ist ja implizit keine Androhung von Gewalt drin. Also, wenn dir eine Frau so begegnet, will heißen, er verarscht sie oder zieh dich zurück und lach drüber. Ja, oder hau ihr mal eine runter. Was natürlich nicht der Weg sein sollte, außer sie lässt dir keine Wahl. Aber wenn du natürlich in die Unterstellung gehst und auf sowas halt reaktiv wirst, hast du es nicht verstanden. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu erweitern, letztendlich, wenn man das ganze Konzept verstanden hat, ich werde noch gleich den Rest vorlesen, ist es geradezu, da zitiere ich ihn, bösartig manipulativ von Augenhöhe zu reden. Wenn man diese ganzen Zusammenhänge kennt, wenn man weiß, wie die Frau funktioniert, wenn man wirklich Red Pill ist, dann kann man Frauen nicht mehr ernst nehmen. An dem Punkt, wo du sie nicht mehr ernst nimmst, da hast du die Transition praktisch geschafft. Solange du noch liebessüchtig bist, an Augenhöhe glaubst, weibliche Validierung suchst, die Mutter in der Frau suchst, bist du im Inneren halt immer noch Beta, bist du halt immer noch Blue Pill. Das will ich eigentlich mit dem Diagramm sagen. Und diesen ganzen Quatsch glaubst, ja, der wurde ja früh implantiert von den Feministen. Eine Frau ist auf Augenhöhe, ist ein Seelenpartner, ist gleichwertig. Nein, ist sie nicht. Und wird sie nie sein. Und das hat die Natur auch nicht so eingerichtet. Sie kann es phasenweise larpen. Sie kann ja auf Vernunft umschalten. Sie hat ja eine Automatik und eine Gangschaltung im Kopf, würde ich sagen. Sie kann natürlich auch mal sehr rational sein und dir wie ein Mann vorkommen mit Titten, wie wir aus Practical Female Psychology wissen. Aber im Endeffekt hat sie auch immer die Möglichkeit, auf Automatik zu schalten, auf limbisches System, auf emotionale Logik, auf evolutionspsychologische Dynamiken und hat den Zauberwald zum Dissoziieren. Ja, seitdem ich für mich das persönlich weiß, wie die weibliche Psyche funktioniert, kann ich Frauen sowieso nicht mehr ernst nehmen. Und das ist auch der beste Frame. In dem sollte man am Ende ankommen, wenn man den ganzen Prozess hat. Auch wenn das jetzt so ein bisschen ab vom Weg was war, was ich einfach hier noch einstreuen wollte, weil ich es so interessant fand. So, was man natürlich auch sehen, tyrannische Bastarde oder nachsichtige Quallen, wäre genau, was ich vorhin meinte, mit diesem co-abhängigen Approach an das Kind oder mit dem narzisstischen, so Verlängerung des Egos oder das Kind parentifizieren und verschmelzen wollen mit dem Kind, daran den Partner sehen. Beides sehr ungesund. Ne? Da sieht man, wie Frauen keine sinnvolle Mitte finden können. Ist einfach so. Angesichts einer so unangenehmen Entscheidung greifen sie auf die effizienten emotionalen Manipulationen zurück, die ihnen ihre Eltern beigebracht haben, anstatt die offene, ehrliche Verantwortung zu übernehmen, Autorität zu übernehmen. Ich möchte das tun. Ja, da kämpft er wieder gegen die Windmühle. Die Frauen in die Verantwortung holen, ihnen Autorität geben. Naja, da kommt nichts raus. Ja, aber gut, es ist aller Ehren wert, vielleicht, wenn eine Frau zuschaut oder wenn einige ihre Kinder besser erzogen haben, weil sie es wenigstens rational verstanden haben und hoffentlich auch umsetzen können. Es wird ja welche geben, ist das schon mal ein Ansatz. Wenigstens hat er dagegen angekämpft. Aber hier kämpft er gegen die evolutionspsychologische Natur der Frau. Sich diese Autorität zu nehmen und sie zu nutzen, um sich selbst und ihren Kindern den Stress des Erwachsenwerdens besser zu machen, ist verhaltensmäßig einfach, aber emotional nicht einfach. Genau. Eine Mutter fragt mich zum Beispiel mit dem Anflug von Feindseligkeit, da kommt es nämlich. Karen stellt sich auf, wie bricht man ein Versprechen gegenüber einem Kind? Beschämt ihn eigentlich wieder dadurch, hochinteressant. Ja, du Schwein, wie kannst du mir sagen, dass ich mein Kind beschämen soll? Ja, mit Verantwortungsexternalisierung, wunderbarer Satz. Der emotionale Ton, der diese Frage begleitet, deutet darauf hin, dass diese Mutter, wie viele andere, es für unerlässlich hielt, immer den Überblick zu behalten, ihre Tochter zumindest der Illusion der superkompetenten Mutter zu vermitteln. Jemand, der nie ein Versprechen bricht. Zum Beispiel, als ich später mit ihr sprach, stellte sich heraus, dass meine Analyse richtig war. Sie musste perfekt sein, keine Fehler machen und vor allem nicht dumm auf andere Menschen wirken. Ja, gut, da haben wir die starke Außenvalidierungstendenz, starke Tendenz zum Perfektionismus, starke Neurotizität, weibliches Angstwesen bis rein in den Narzissmus, wenn sie so schon reagiert. Wie ich es gerne beschreibe, hatte sie sich selber in ein Trottelspiel verwickelt. Bei dem Versuch, perfekt und eine Supermutter für ihre Tochter zu sein, der Helikopter kommt in den Sinn, war sie eine klare Favoritin,
die es zu verlieren galt. Okay, das ist komisch durch den Übersetzer gerutscht. Irgendwann würde sie Versprechen brechen müssen, weil sie sie nicht halten könnte und wollte. Wenn sie ihr Bedürfnis, perfekt zu sein, und ihre Vortäuschung, perfekt zu sein, aufgeben könnte, könnte sie ein Versprechen gegenüber Tochter auf eine selbstbewusste Weise brechen, die ihre beiden unangenehmen Gefühle minimieren würde. Sie könnte zum Beispiel sagen, ich weiß, es ist dumm von mir, dir ein Versprechen zu geben, das ich nicht halten kann, aber wir werden den Besuch in Disneyland auf Samstag verschieben. Du hast nichts falsch gemacht und es ist nicht deine Schuld. Sehr wichtiger Satz. Nicht mit Schuld und Scham arbeiten. Das ist das Allerwichtigste. In meiner Arbeit mit Klienten ist das immer der wichtigste Punkt überhaupt. Auch wenn man natürlich an die toxischen Introjekte, die früh gesetzt sind, nicht so rankommt. Aber bitte beschuldige dich und beschäm dich doch nicht noch selbst. Gaslight dich doch nicht noch selbst. Ja, Schuld ist ja okay als Konzept. Er sagt dir immer Schuld. Eigentlich ist ja das Gefühlte gemeint, die Scham. Aber wie wichtig das ist, nicht mit diesen Begriffen zu arbeiten, eben mit diesem Frame zu arbeiten, ja, mit einem Wertekodex, einem übergeordneten eigentlich. Ich will jetzt nicht auf Kohlberg eingehen und die Moralethik, aber naja, egal. Mal sehen, wenn wir wieder gehen können. Okay. Mit dieser durchsetzungsfähigen negativen Aussage würde sie ihrer Tochter die Botschaft vermitteln, dass auch Mama hin und wieder dumme Sachen macht. Aber noch wichtiger ist, dass sie ihrer Tochter als Vorbild dient, um zu zeigen, dass wenn Mama nicht perfekt sein muss, auch die Tochter es nicht sein muss, nehme ich mal an, heißt das. Sie modelliert diesen wichtigen Teil des Menschseins, während sie ihre Realität deutlich macht. Aus irgendeinem Grund hat Mama entschieden, dass wir dieses Mal nicht gehen werden und sie werden nicht gehen. Zusammenfassend sind sie und ich und der Großteil der restlichen Bevölkerung darauf trainiert, auf manipulative, emotionale Kontrolle zu reagieren, sobald wir in der Lage sind zu sprechen und zu verstehen, was andere Menschen uns sagen. Diese psychologischen Marionettenfäden, die uns unsere Eltern durch erlernte Gefühle von Nervosität oder Angst, Ignoranz und Schuld anheften, kontrollieren unser kindliches Durchsetzungsvermögen. Sie halten uns als Kind effektiv und effizient von realen und eingebildeten Gefahren fern und erleichtern das Leben der Erwachsenen um uns herum erheblich. Diese emotionalen Seiten haben jedoch einen unglücklichen Nebeneffekt, wenn wir erwachsen werden und für unser eigenes Wohlbefinden verantwortlich sind. Verschwinden sie nicht auf magische Weise. Wir haben immer noch das Gefühl der Angst, Unwissenheit und Schuld, die von anderen Menschen effizient genutzt werden können und werden, um uns dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen, unabhängig davon, was wir für uns selbst wollen. Das Thema dieses Buches ist die Reduzierung, wenn nicht gar die Eliminierung dieser erlernten Emotionen im Umgang mit anderen Menschen in alltäglichen Erfahrungen unseres Lebens, insbesondere behandelnd die folgenden Kapitel. Die nicht durchsetzungsfähige Überzeugung, die wir aufgrund unserer Angst, Unwissenheit und Schuldgefühle erwerben und wie wir diese Überzeugung es anderen Menschen ermöglichen, uns zu manipulieren. Die Rechte, die wir als Menschen haben, die Manipulation unseres Verhaltens durch andere entscheiden zu stoppen und die in Alltagssituationen leicht zu erlernenden systematischen verbalen Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, unser menschliches Durchsetzungsrecht gegenüber Familienmitgliedern, Verwandten, Eltern, Kindern, Freunden, Arbeitskollegen, Arbeitgebern, Handwerkern, Gärtnern, Verkäufern, Managern durchzusetzen. Kurz gesagt, andere Menschen, egal in welcher Beziehung sie zu uns stehen. Puh, Mann, war das lange und Mann, ist das heiß. Kann ich nur sagen. Mein Kopf ist richtig durch. Ich habe echt viel hier reingedrückt auch. Ich habe es nicht immer genau platziert, das muss ich jetzt im Nachhinein auch nochmal sagen. Viele Aspekte, langes Video. Ich werde vielleicht, falls Fragen auftauchen, im nächsten Video, im zweiten Teil, auch nochmal ein paar Dinge dann erklären oder hinzufügen. Ich fand es wahnsinnig wichtig. Also mir hat es wieder mal die Augen geöffnet. Das war wieder mal so ein neuer Aha-Effekt, den man immer wieder beim Studieren der Materie bekommt. Also wir werden schon ganz früh darauf programmiert, in Schuld- und Schamkategorien zu denken, um uns lenkbar zu machen, um uns zu Sklaven zu erziehen, um uns letztendlich manipulierbar zu machen, um unser Wohl im Außen zu suchen. Heute sehen wir halt das Ergebnis von all diesen Entwicklungen. Ja, auch wenn ich der individuellen Frau hier echt nichts anhängen will, es gibt bestimmt tolle Mütter, die alles geben und die das nicht mit böser Absicht machen. Es liegt einfach in ihrer Natur. Ja, und gerade von der weiblichen Seite der Erziehung kommt das. Nun, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und damit endet meine Arbeit hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.